Drei Typen, drei Spiele, drei Tage am Stück zocken heute bei diesem random Let's Play. Drei Typen. Drei Meinungen. Herzlich willkommen, es ist Donnerstagabend und das heißt natürlich nichts anderes als unsere kunterbunte Zockecke kommt daher mit diesen drei Herrschaften. Wenn ihr jetzt sagt, meine Güte, die fahren ja richtig auf Set-technisch für so ein Let's Play, was da so ein bisschen zusammengewürfelt wirkt. Lasst euch nicht täuschen, das sind die Sessel, die eigentlich für Kino Plus 400 gemietet wurden, die wir heute ein bisschen absitzen müssen, denn die Miete ist längst überwiesen. Können viele zu Hause gar nicht mehr nachvollziehen, was das bedeutet. Aber was haben wir heute vor? Wir drei sind Teil der glorreichen Showredaktion von Rocket Beans TV. Und natürlich suchen wir immer Inspiration und wollen immer wissen, Mensch, was kann man denn eigentlich von anderen TV-Shows adaptieren? Um das in den Alltag zu integrieren, dachten wir uns, wir spielen heute einfach mal die Spiele zu erfolgreichen TV-Shows und schauen ein bisschen, was dabei rumkommt. Wir haben unter anderem Schlag den Star, das zweite Spiel. Wir haben, wer weiß denn sowas, die Gold-Edition. Da ist das erste und das zweite Spiel drin. Und gefragt, gejagt. Und das mache ich natürlich mit keinen geringeren als meinen besten Freunden hier in der Firma. Maxi ist da. Servus, grüß euch, servus. Leo ist da. Hallo. Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, ist das nicht der Typ aus der Clark-Werbung? Ist der nicht? Nee, der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter von Far Away? Ja. Was waren so deine Top-3? Also das, Wolf bei Far Away, der Schiedsrichter war mein Bruder. Der sieht mir aber ultra ähnlich, der habe ich halt so ein Kostüm gegeben. Und ansonsten, der andere Kram war ich, ja. Genau. Sehr gut. Ja, aber das steckt eigentlich hinter diesen beliebten On-Air-Charakteren, steckt eigentlich der Künstler Maxi Lesch, kann man aber so sagen. Ja. Bei uns in der Showredaktion volontär. Und Leo, den kennt ihr natürlich, unter anderem von den Studio 11 Umbau-Videos. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Car Search. Car Search, stimmt, ja, Car Search natürlich. Google Quiz war ich im Hintergrund. Google Quiz, stimmt. Ja. Sorry, dass ich sagen muss, ja. Endgegner South Park. Ah, Endgegner South Park, stimmt. Aber das muss ich sagen. Stimmt. Ja. Keine einzige Folge mehr gesehen. Blöde Serie. Und ich habe richtig Lust, dass wir hier heute ein bisschen spielen. Ich bin auch vor allen Dingen gespannt, das sind ja alles so Lizenzspiele, was die überhaupt können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da super viel Produktionsbudget reingeflossen ist. Und sag ich mal, gefragt, gejagt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass so viele geschrien haben nach einer Videospieladaption. Die ARD hat geschrien. Aber die wüssten alle so richtig, was sie da eigentlich greenlighten. Ich habe so einen Trailer gesehen mit Alexander Bormes, der das auch spricht, aber so unterperformt ist ein Trailer. Darauf habe ich am meisten Bock, auf gefragt, gejagt. Ja. Ja. Und wer weiß denn sowas? Hoeker und Elton, die sich quizzen. Mit jeweils einem prominenten Partner. Mal schauen, was das Spiel kann. Ich bin auch gespannt auf Elton bei Schlag den Star. Ja. Und bei Wer weiß denn sowas? Wo sieht er besser aus? Stimmt. Ja. Oh, wer hat ihn besser Character getroffen? Design, das ist ich glaube, bei Schlag den Star war er sehr vorteilhaft gemacht. Trailer sah er sehr vorteilhaft gemacht. Da haben wir nur schon gemerkt, dass die Stimme irgendwie so komisch ist, weil normalerweise würde man ja sagen, showig, er spricht das ein bisschen lauter ein, aber es klang so, als flüstert er das irgendwie, während nebenan seine Tochter versucht einzuschlafen, dass er so, hey, herzlich willkommen, Schlag den Star und so weiter. Mal gucken, ob das im Spiel auch so ist. Also wir werden heute ein bisschen Spaß haben. Ihr könnt auch Spaß haben. Seit 20 Uhr nämlich, um genau zu sein, ist die neue Pixel Wall wieder eröffnet. Das bedeutet, wir haben das schon ein paar Mal gemacht, ihr könnt dort wieder Pixel-Motive gestalten, indem ihr so einzelne Pixel einfärbt. Das machen wir zusammen mit Adobe und da seht ihr es, genau so sieht das dann aus. Da könnt ihr zusammenarbeiten und Motive erstellen, indem ihr da eben dieselbe Farbgebung in den einzelnen Pixeln verbaut. Ihr könnt dort mitmachen, denn ab 20 Uhr, also seit 4 Minuten, ist das Ding wieder freigegeben. Und wenn ihr da joinen wollt, dann könnt ihr das auch im Discord-Channel machen und da mal reinduschern bei den Rocket Mates. Genau so ist das. Und Adobe, vielen, vielen Dank. Also die Pixel Wall ist jetzt feierlich eröffnet, würde ich mal sagen. Los geht's, Leute. Da wird wieder designt. Da kam schon richtig viel cooles Zeug bei rum. Bin gespannt, was ihr euch da wieder überlegt. Und wo fangen wir denn mit an, ihr Lieben? Wichtig ist nur noch, dass die Motive auf die Couch kommen. Die Motive kommen auf die Couch, die ihr dann bei Haus an Haus seht. Und ihr habt auch die Chance, Adobe-Lizenzen zu gewinnen. Also es lohnt sich doppelt mitzumachen bei der Adobe Pixel Wall. Wie geil. Ich fand's wirklich krass, was wir jetzt drauf gemacht haben letztes Mal. Also das ist wirklich krass. So, Schlag den Star, wir fangen damit an, würde ich sagen. Mit Schlag den Star? Nee.
Also, ist das nicht das Highlight? Du denkst, wieder dramaturgischer Höhepunkt, aber die Leute sind in 20 Minuten immer Stimmt. Schlag den Star, okay, ja, komm. Okay. Ich glaube, da kann man sich auch einen Charakter erstellen, darauf freue ich mich mit am meisten. So, dann drücke ich mal hier, achso, welchen ist egal, ne? Wahrscheinlich, oder sind wir RBTV1 oder Bohne 3, wissen wir nicht. Danke. Ach, das wird heute mal wieder ein richtig schöner Abend. Nee, ich nehme es vorweg, ich ordne es schon mal ein für euch. Das war ein richtig schöner Abend. Danke euch, dass ihr dabei wart. Das war sehr gut. Oh, es geht los. Ja, das würde mich auch mal interessieren, wer das gemacht hat. Ja, hören wir das? Beat Composer Interactive. Grüße an die beiden Jungs. Ey, ganz kurz. MySpaß.de, klar. No wegen way. Dem Einsprechen von Elton, ne? Seine Stimme so leise. Vielleicht ist es ja wirklich deswegen, weil sie auch versuchen, diese Spiele so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Ja. Vielleicht sind die da gar nicht so krass stolz auf diese Spiele. Ich meine, Alexander Baum spielt ja das selber zu Hause mit seinen Kindern und sagt so, hey, das ist doch mega auf geil. Jeden Fall. Guck mal, auf jeden Fall. Ich schätze ihn auch so ein. Fatih, wann kommt das neue Spiel? Ja, genau. RabTV. Cashen da ordentlich nochmal ein. Bin gespannt. Aber es gibt ja auch sehr viele Spiele. Also da muss ja irgendwas dahinter sein. Schlag den Raab gab's das ja schon. Mhm, Schlag den Hensler. Überraschenderweise glaube ich nicht, dass da ein Spiel erschienen ist. Ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, dass der das gemacht hat. Ja. Ich hatte irgendwie gedacht, Markus Lanz hat das mal gemacht. Hat aber viel durcheinander gebracht. So, auf den Elten. Okay, nee, er ist besser getroffen als im Einser. Das ist nicht krass gemacht. Zwei tolle Teams treten heute Abend gegeneinander an. Ich wünsche beiden viel Spaß. Hallo Fans, schönen guten Abend. Okay. Gott, wie geil. Nice Intro auf jeden Fall. Wollen wir erstmal auf Charaktere gehen oder die Grafik hochstellen? Hey, ganz kurz. Ja, genau. Zieh die mal hoch, ey. Ohne Scheiß. Muss ich das machen? Wer ist denn der 1? Das bin ich, alles klar. Mach mal Charaktere. Guck dir mal Charaktere. Ich habe noch nie eine Switch in der Hand gehabt, sagen wir es mal so. Ja, gut, aber das ist ja. Alles bei natürlich. Ah, geil. Achso, da sind sofort. Was sind wir hier schon? Leo! What? Leo ist dabei. Warte mal, haben die uns den Charakter schon gemacht? Nein, das hat. Weil ich sehe mich schon in dem Charakter. Unser Ron auf jeden Fall gemacht von der Aufnahmeleitung. Sind wir das nicht? Ich würde aber gerne Hass Martin nachspielen nochmal. Alles Hass Martin? Hass Martin. Ja. Vor allem habe ich noch gejoked, als es eben hieß, unsere Charaktere sind schon vorgemacht. Haha, ich bin bestimmt schwarz als Gag, aber es ist Leo. Guten Abend. In der Tat. Ja. Und gut. Stimmt. Müssen wir den jetzt einzeln bearbeiten? Wahrscheinlich schon. Nee, kannst du zurückgehen. Einfach mal, würde ich sagen. Wollen wir uns nicht einen neuen machen? Wollt ihr? Ja, okay, dann mach das. Komm, mach mal einen neuen. Mach mal dann muss, ich will wenigstens sehen, was sie zu bieten haben. Zum Beispiel andere Schuhe. Willst du denn bearbeiten einfach? Nee, mach mal einen ganz neuen. Warte mal, hast du ein Problem mit deinem Charakter? Oder warum willst du den? Nein. Okay. No. Identifizierst du dich nicht mit deinem Charakter? Nee, ich frag halt da nur an der Stelle nach. Weil du ja Endgegner South Park auch warst. Und das ist ja eine ähnliche Humorfarbe. Was ein Sinn. Hallo Leute. Ah ja, gut, okay. Da gab es ja damals diese Reaction-Videos, als diese South Park-Spiel rauskam und du den Schwierigkeitsgrad bestimmen konntest, indem du halt immer dunkler von der Hautfarbe wurdest. Ach echt? Und dann gibst du diese React-Videos, als Leute es zum ersten Mal sehen, dass das der Schwierigkeitsgrad ist. Und je weißer du bist, desto einfacher ist. Das ist quasi der Family Guy-Joke bei South Park. Weil der ist ja von Family Guy mit diesem Pass. Hast du es bei Endgegner gewusst? Warte mal, Family Guy? Ja, das wurde ja nicht abgefragt. Family Guy hat einen originären Joke? Ja. Okay. Ey, sorry, okay, for that wollte ich noch sagen. Was? Weil ich habe die Fragen ja geschrieben. Ja, ja. Sorry. Stimmt. Nee, aber will, ich das ganz andere Sachen gefragt. Will ich das fast aber nicht auch mal jetzt ernsthaft? Okay. Jetzt schau mal, zum Beispiel anderer Hoodie. Das ist jetzt dein Charakter, nur ganz kurz, ne? Ja, also, ich will mal ein paar andere Hoodies sehen. 5 Minuten und direkt komplett dünnes Eis hier. Okay. Ui, DSDS? Ja, okay. Ja, das finde ich gut. Finde ich gut. Sag mal die anderen Hosen, das wäre mir auch noch wichtig. Das ist schon sehr eng, ne? Skinny. Eine weiße, schau mal nach einer weißen. Es gibt drei, original. Es gibt drei Hosen. Okay, ja, ich habe drüber auch schon gedacht. Ja, dann die finde ich am... Nein, das kann... Achso, doch, gut, das ist ja nur Kleidung. Jetzt, aber wo ist ein Gesicht und so? Ein Gesicht, du kannst nur links feste Gesichter auswählen. Ach, krass. Okay. Ach so. Ich glaube, das wird kein so geiles Ding wie bei Sims, dass du hier völlig ausrastest. Ich glaube, das ist so. Aber die wollen, dass man sich da nicht zu lange aufhält. Ja, aber okay. Ja, weil das Spiel ist so gut, ja. Ja, genau. Es geht ums Gameplay. Ja. Jesus, okay. Also, gut. Bist du hell? Gut, dann nee, okay, dann hat sich's. Oh, aber die Schuhe ändern sich auch. Bist du ein Casual-Typ? Ja, mach mal die Casual. Mach mal die Casual. Ich glaube, das ist wichtig. Das finde ich und so. Gut, dass sie dir die Entscheidung abnehmen, welche Schuhe zu welcher Hose. Das ist einfach ein Reset. Die da glauben nicht so an diese modische Kompetenz von den Leuten, vielleicht einfach so ein bisschen. Oh, Brille, ja, zeig mal ohne. Ja, okay, doch lieber mit. Also es sind original beide Brillenmodelle, die ich jemals gehabt habe in meinem Leben, sind alle in bei mir Spiel tatsächlich drin. Auch. Ja. Ich finde die rechte cooler, ich sag's jetzt, die ist cool. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man bestätigt, aber... Ah. Oder so, ja. Also du willst die, ne? Ja, genau. Okay. Ja.
A oder B. Drück einfach mal. Ich habe A und B. Unten den auch. Ach du Scheiße. Wir haben's, oder? Und wie bestätige ich jetzt hier? B. B oder. Drück da einfach mal alles. Ich drück doch schon. Mach mal, du musst eh alle Tasten können. Die Tasten oder so? Gott, sag mal. Du kommst nicht raus. Ich hab noch alles gedrückt, was es gibt. Plus und Minus oder so? Ich bin ein klassischer PC-Spieler, ne? Weil ich auch natürlich sage. Aktualisieren. Aktualisieren. Ja. Die Mucke ist auch geil. Oh, aber aktualisieren ist wieder eine andere Taste. Oh, das ist aber schwierige Steuerung. Ja, komm, war schon. Schwierige Steuerung schon bei der Charakterwahl. Uff, das ist ja. Ich will an meinen nicht ran. Ich bleib, wer ich komme. Ja. So, ich habe also, hab auch gedacht, dass das sah im Trailer sah es besser aus. Mehr verkauft als es ist. Ja. Vielleicht war es aber auch gefragt. Drück mal auf Start. Ja. Genau. Dann schauen wir mal. Ich denke mal, dass es wahrscheinlich so 20 Spiele gibt und sie irgendwie da random aus dem Genre, glaube ich. Hallo? Ja. Grüß Gott. Na? Grüß Gott. Ich bin bereit. Ja. Grüß Gott. Grüß Sie, meine Leute. Hallo. Team Rot. Ja, schau mal. Ja, geh mal aufs Statistik. Alles klar. Macht mal unten euren Namen. Ja, hey, du nimmst auf keinen Fall jemanden, der schon irgendwie. Nein, mach ja nicht, aber ist mir gerade mal aufgefallen. Ah, Andreas? Okay. Gegen mich siehst du keine Sonne. So ein nein. Warte mal, erste Hürde, du bist nicht dabei. Ich hab falsch gedreht. Ich werde das nächste Runde dann mitspielen erst, oder was? Hä? Ja, so, warte mal, zurück, nee, ihr müsst zurück, ja. Ja, okay. Jesus, okay. Und, Guten Abend. Guten Abend. Hallo und gut. Alles Paletti. Alles Paletti. Von wann ist das Spiel? Ja, geht alles klar. Ach so, oh, richtig lange muss ich drücken. Du kannst eigentlich gleich aufgeben. Okay. Ja, dann, das ist meine Kampfansage. Du hast Pech gehabt. Du spielst gegen mich. Na, wie geht's? Wo kommt der her? Wer ist denn das? Wer ist das? Stefan, hau ab. Ohne Scheiß. Okay, dann warte mal. Müssen wir das machen? Computer, ja stimmt. Du musst einfach okay machen. Ach so, der wird eh vom Computer. Der ist automatisch. Wollen wir gegen Stefan spielen oder lieber Emma vielleicht? Nee, wir haben so viele Alter, das sind ja tatsächlich Kraft und Intelligenz steht da ja. Okay, Kraft und Intelligenz? Der ist sau klug, aber sau... Na, wie geht's? Schön. Guten Abend. Guten Abend. Na, wie geht's? Ja, muss Stefan sein, glaube ich. Ja, wir beide gegen die Holzfäller. Ich brauche eine Challenge auf jeden Fall, deswegen nehme ich Stefan. Ja. Okay. Mit deiner Figur bist du hier fehl am Platz. Hey, wo, okay, alles klar. Body-Shaming hier im Spiel, einfach what the fuck. So. Show. Diesen Modus entspricht... Ganze Show, oder? Und warum drückst du zum Fick nochmal weg? Sorry. Ich bin wirklich kein aggressiver Typ. Ich war so hyped auf das Spiel einfach. Die beiden Jungs, ey. Trotzdem noch überbezahlt. Jetzt gehen alle wieder heim. Hast du nicht normalerweise eine Show gemacht? Normalerweise kommt doch da das Voting erstmal, oder? Du hast jetzt schon bestätigt, was wir einfach machen, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, was passiert, aber... Okay, gut. Ja. Elton. Wer sind wohl heute unsere Kandidaten? Er flüstert. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Zum Einsteigen etwas schön. Was? Ja, taugt was, ne? Ja, bisher echt geil. Also, Atmosphäre, das kriegen sie immer gut hin. Gut eingefangen, ne? Man ist pumped jetzt. Echt geil. Frag mich, ob am Ende dieses One Moment in Time kommt und so. Oh, dann muss unser Tonmann schnell runterregeln. Spiel 1. Schnappen! Kennt das wer? Nee. Okay. Auf einem Tisch sind 5 Holzstäbe. Ja, kenne ich. In unterschiedlichen Formen und Farben, kenne ich. Nehmen wir, wären 2 Formen und 2. Müsst ihr den Holzstab, welcher weder der Form noch die Farbe von, was? Raff ich 0. Ach, die haben unter. Ach Gott. Sind 5. Warte mal, auf in unterschiedlichen Formen. Mitte, wir spielen gleich noch Quiz-Sendung, wir wären richtig blöd. In der Mitte des. Ich werde durch sowas blöd. Okay, jetzt check ich's. Ja, okay. Und 2 Farben. Ihr müsst den, welcher weder die Form noch die Farbe von eingeblendet hat. Also so Ausschlussverfahren einfach so. Okay. Ich glaube, den Fall würde ich jetzt wieder mal. Okay. Ja, okay. Gemein für mich als Farbenblinden. Bist du? Ja. Rot-Grün? Ja. Akuna auch, ey. Ich hab nur solche Leute. Alle farbenblind, ey. Weil ich so eine Red-Black bin. Jetzt suche ich immer Leute, die das nicht sehen. Wähle einen Stab mit dem linken Stick. Mit A greifst du. Ach so, ja. Okay. Ja, seid ihr ready? Habt ihr gecheckt, ne? Ja. Also ich nicht? Okay. Boah, wie geil. Aber wieso ich das Ding geht dir in der Hand hoch? Okay. Klärung, Erklärung. Nee, lass mal. Ich brauch die doch. Nee, ich werde es mir nochmal erklären, bitte. Vor euch seht ihr 5 Holzstäbe in unterschiedlichen Farben und Formen. Mhm. In dem Fenster tauchen gleich 2 Symbole auf, zum Beispiel ein blaues Viereck so lustig, und ein roter Kreis. Hat irgendwo. Ihr müsst euch den Stab schnappen, auf den keine Man dieser sieht das richtig vor sich, wie er das einspricht. Ich stimme das vor, er darf also bei sich im Zimmer sein, mit der Decke über dem Kopf so in so ein kleines Viereck Mikro. Und auch kein Kreis. In dem Fall würde nur das orangene Dreieck übrig bleiben.
Wer sich als erstes den richtigen Stab schnappt, bekommt einen Punkt. Welches orange Dreieck? Wer den falschen in die Hand nimmt, bekommt der Gegner einen Punkt. Nee. Bei einem Doppelfehler, wenn ihr also beide nach dem falschen Stab greift, bekommt keiner einen Punkt. Wer als erster 7 Punkte hat, also gewinnt das Spiel. In dem Fall würde doch nicht das... Darin bin ich gut. Ja, bei diesem chill. Spiel gewinne ich bestimmt. Chill, Stefan. Wann geht's los? Wann geht's los? Achso, jeder sagt nochmal was. Alle kriegen noch eine Pannenschleine, ey, wie peinlich. Okay, gut. Schnappen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist es schon? Ja. Aber ach so, ihr seid erst was dran. Nicht? Ach Gott, nee. Hä, was? Spielen wir eigentlich gegeneinander? Ich check's gerade dran. Ich weiß nicht, ach, jetzt bin ich nicht, was? Bin ich nicht dran. Ach so, ich bin dran. Irgendwer anderes ist da jetzt rechts unten dran. Rechts unten, soll ich schon rechts. Nein. Das war der Computer. Nee, den hast du jetzt nicht gewählt, oder was? Ich war das doch nicht. Jetzt bin ich wieder dran. Komm. Ach so, das war schon die zweite Runde? Hä, ich... Sind wir ab? Ach, ihr habt schon 3 Punkte, oder was? Ich weiß gar nicht, was ich mache. Stefan, ihr seid zu zweit gegen mich und den Ach Computer. Ja, 4. Das wäre mega gemein. Ja, okay. Aber wir machen es richtig gut. Ich jetzt bin dran. Bist du wieder dran. Okay. Ja. Also nicht Stern. Nein, oh Gott, ich depp. Oh Gott, okay, sorry. Okay. Oh Gott. Wir spielen zusammen einfach, das ist sehr lame. Aber gut, warte. Ja. Doch, das ist es sogar, ne? Nee. Nicht grün. Das war es doch, ja. Nee. Was? Doch, das wär's gewesen, aber Scheiße. Die anderen waren schneller. Bist du wieder? Komm jetzt aber. Boah, diese Spannung. Ja, wir haben schon gewonnen. 7-0. Was? Knapp. Wieso? Ja, weil wir gut waren. Ich glaube, das einzige Mal in der letzten Runde, dass ich gerafft habe. Sorry. Was meinst du? Egal. Ich glaube, erst in der letzten Runde habe ich gerafft, wie ich es mache überhaupt. Wirklich, also wie ich das... Oh, egal. Du hast die lange Version mit 15 Spielen gehabt. Genommen. Ach so, wir spielen jetzt einfach 2 gegen 2 und du spielst mit einem random Guy einfach. Stefan, ja. Ich dachte, es ist 1 gegen 1 gegen 1, oder? Ja, habe ich auch gedacht, ja. Wollen wir es so durchziehen? Ja. Ja, Frage, ey. Gucken wir uns nochmal ein Spiel an, würde ich sagen. Ihr müsst Pärchen wählen. Es gibt 8 Elemente und 9 Antworten. Es wird also eine Antwort übrig bleiben. Wählt ihr mal ein falsches Paar, dann ist die Runde sofort zu Ende und der Gegner erhält einen Punkt. Daft Punk. Ah, okay. Es gibt 8 Elemente und 9 Antworten. Achso, ja, einfach Paare zusammen, was einfach zusammengehört, so, ne? Ja. Iron. Okay. Hey, erklär's nochmal in Ruhe. Ja, ja, das stimmt. Wir haben ja nochmal Zeit. Zu. Irgendwann müssen wir das wirklich hart skippen, weil es allen auf den Sack geht. Das Publikum bei den Aufzeichnungen war nie so euphorisch. Das stimmt nie, ne? Das Spiel heißt Zuordnen. Das ist ein Pultspiel, bei dem Konzentration gefragt ist. Ihr seht gleich 8 Elemente. Es stehen doch alle da, als wenn sie Sportübungen machen, ne? Sehr verkrampft kannst du nicht stehen. Stehen allerdings 9. Eine Eigenschaft passt also nicht. Ihr müsst Paare bilden. Bringt ihr das Falsche zusammen, bekommt der Gegner einen Punkt und die Runde ist zu Ende. Wenn ihr alles richtig macht, bekommt ihr beide einen Punkt. Wer als erstes 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Alles klar? Das erinnert mich so ein Können bisschen wir endlich an... anfangen? Ja, danke. Danke. Ich jetzt bin mega aufgeregt. Wir können es auch überspringen. Darin bin ich gut. Ja, weg damit, danke. Ich auch. Ich bin auch am Start. Ein bisschen Wann geht's denn los? Wie für 1, 2 oder 3 oder so für die Kindersendung. Aufpasst, wir fangen an. Das moderiert er ja auch. Die Gerichte ihren Regionen zu. Die das kann ich krass. Region. Okay, machen wir das beide gleichzeitig? Das wundert mich halt. Wo bin ich? Wie ordne ich das denn zu? Achso, ich bin das. Achso, du, ja, du bist es. Achso, du und Stefan erstmal, oder was? Hey, ganz kurz, wie ordne ich das denn ich zu? Ich bin's nicht. Du musst eins auswählen und dann rechts das. Also zum Beispiel. Ich hab's ausgewählt? Ja, und jetzt das dazu. Jawoll! Alter, okay, okay, achso, ich jetzt hab's drauf, ja. Alterniert, jetzt bist du dran, ne? Ich hab jetzt richtig Bock. Geht's los? Darf ich? Ah, ja. Ja, ich muss noch weitermachen. Nee, oh Mann. Dran. Nee, du. So. Okay, gut. Oh Gott, richtig aggressiv. Jawoll. Scheitert am Game. Oh, oh mein Gott, aber jetzt bin ich raus. Sehr gut. Nee, ich kann nichts auswählen. Doch. Nee, jetzt das vibriert dauert dann. Immer so lange. Ja, ja, das vibriert und dann. Wow. Dürften wir theoretisch Tipps geben? So, klar, ne? Eigentlich schon. Ich würde jetzt Palatschinken und ich habe aber niemanden zum Tipps. Ist falsch? Es gibt doch viel offensichtlichere Sachen. Aber wählt Stefan für dich jetzt auch aus? Ja, ja, der Stefan spielt jetzt quasi. Oh Mann, Leo, das ist so assi, Alter. Dass du zu einem random Guy jetzt da spielst. Und dass du halt 15 Spiele auch rausgewählt hast. Das ist assi von mir, klar. Och, Stefan, mach hin. Der lässt sich schön Zeit, der Junge. Der macht gar nichts. Stefan! Oh, das ist leider falsch. Oh, Mann! Das ist ja so gemein! Ey, quatsch mal mit dem, ey, ohne Scheiß. Stefan, du Arschloch. Ach, Mann, Leo. Ach so, jetzt ist... Hä?
Jetzt bin ich dran. Nee, okay. Die Runde, jetzt gibt's krass. Die nächste Person. Okay, okay, geil. Das ist ein gutes Spiel. Das sollten wir gut, das sollten wir adaptieren. Ja, ja, genau. Guckt mal alle weg, das machen wir bald. Hallo? Okay. Ah, jetzt, okay. Du fängst an. Du fängst immer an, oder was? Ja, cool. Dann kannst du die einfachen nehmen schon. So gemein. Das hast du gerade gegessen? Falsch. Stark. Ja. Yes! Die sicheren Punkte, weißt du? Das holen wir wieder. Aber es ist generell einfach. Ja, Außer zwei weiß ich alle. Echt? Ja. Echt? Na klar. Okay. Garfield noch nie gehört. Toll. Das hat Team Blau richtig zugeordnet. Das ist so lustig. Toll. Ich finde das also, geil. Ich mag jetzt schon das Team aus dir und Stefan. Direkt auch sympathischer als wir, ja, auch, muss man ja, echt das sagen. Ja, Zuschauer. Raab vielleicht? Deshalb. Jawohl. Oh. Das hat wusstest du nicht? Ja. Wusstest du nicht? Nee, eben. Und deswegen brauche ich dich da auch in der Filmfindung. Scheiße. Komm, Stefan, bitte. Stefan! Wenn er jetzt wieder failt, hast du echt einen Klotz am Bein. Er hat auch nur noch 26 Sekunden. Das ist sehr viel Zeit. Auf ja, jeden Fall. Ja, ja. Stefan. Jawohl. Das hätte ich vielleicht auch noch gewusst. Jetzt wird's. Das war 1A. Also, ich bin mal ganz ehrlich, ich wüsste nur noch einen. Ja. Nee, zwei. Stimmt. Und das reicht ja dann. Jetzt muss ich quasi überlegen, was Leo nicht weiß, oder? Ja. Das ist stark, das ist Next-Level-Strategie, was du machst. Nee, ich nehme das. Was er weiß. Das ist stark, das war richtig schlecht von mir gerade. Dass du mir zugestimmt hast. Ja. Marit! Scheiße, 13 Sekunden, der Typ reizt es aus. Jawohl! Okay, klar. Oh, Gloria, das Nilpferd. Jetzt wird es schwierig für ihn, ja. Sag mal, das sind doch viel mehr. Ach so, ja, stimmt, das ist ja auch einer so viel. Machst du, ne? Bin ich? Nee, 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 du bist. Ne? Okay. Okay. Abraxas ist doch safe ein Rabe, oder? Jawohl! Boah. Das hat Team Blau richtig zu. So, bin ich mal gespannt, mein Freund. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das jetzt so gut funktioniert. Aber ich bin ziemlich sicher, dass. Geh mit der sicheren Version. Ja, auf. Kann ja nur noch Stefan verkacken, nämlich. Nee, Fury. Nee, was? Fury ist safe, ein Koala. Geh mit dem sicheren Ding, wirklich. Fury ist ein Pferd. Jawohl! Na okay, dann hat Leo jetzt ein Problem. Nee, Gloria, Stefan. Aber jetzt mal Gloria jetzt for real. Was ist Gloria? Ich weiß nicht. Ich weiß es. Ja? Ich weiß den Film. Ich weiß den Film auf jeden Fall. Es kann kein Koala sein. Es gibt keinen berühmten Koala. Ich würde auch sagen, nee, es gibt keinen berühmten Koala? Also. Ach nee, warte mal, stimmt. Nee. Ich dachte nicht an eine Serie, sondern diese Süßigkeiten, aber egal. Ja, ich sag auch Nilpferd. Ja klar. Stefan, mach! Madagaskar, sorry. Ah! Oh, Mann! Mann. Es gibt keinen berühmten Koala, Stefan. Tut mir leid, aber Stefan ist wirklich. Also, Eieiei. Und Nilpferd ordnet die Gerichte den okay. Ländern zu. Das hatten wir doch schon mal. Okay. Sehr abwechslungsreich. Du fängst wieder an, oder? Oh, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ernsthaft? Ja, nimm was. Achso, na, ist egal. Ich nehme jetzt mal irgendwas so richtig Offensichtliches. Boah, das ist ja mein. Nee, wobei, warte mal. Ich muss auch gucken. Ja, nimm mal was Schweres, was nur du weißt, besser. Warum? Nee, ich muss doch was Einfaches nehmen. Weil sonst bin ich gleich schon raus, weil ich weiß nur zwei Sachen. Weißt du das, was ich gerade mache? Interessant. Ja, jetzt ja. Mach. Indien ist es, ne? Ja. Ja. Jawohl. Okay, ich weiß. Mann, ich glaube, Leo weiß mehr als du, oder? Ja, ich fürchte ja. Scheiße. Aber Stefan, hoffe ich auf Stefan. Stefan. Wir hoffen auf Stefan. Ach so, ne? Argentinien? Jawohl. Das okay. Okay, Was hat denn. Ein Glückstreffer. Hey, dann geh doch. Geh mal bitte auf Enchiladas einfach. Ja, aber ich bin gerade unsicher, ob das nochmal. Ob es einfach. Ja, klar. Ich hoffe, dass das Mexiko ist. Ja, go for it, klar. Gut. Okay, jetzt wird Stefan. Best müsste ich raten. Wird es in den Abgrund reißen auf oh, jeden Gott, Fall. Oh Gott, es tut mir so leid für diese leckeren Küchen. Dass ich so ignorant bin und. Die ganze Zeit Tzatziki ist. Ich weiß tatsächlich alles. Oh. Boah. Nein, Quatsch. Also, oh Mann! Hat er schon wieder verkackt? Ja, aber auch so schlecht. Mensch. Auch immer mit seinem ersten Versuch macht das falsch. Kielbasa, Polen. Lokro, Argentinien. Ja, hätte einen Stil, okay. Dem Maler. Ah ja, das ist einfach. Shit, das ist oh, richtig shit. Einfach. Oh Gott. Oh, dieser Scheiße. Sprung auch von Essen zu. Leute. Okay. Ja. Du fängst an, Maxi? Ja. Okay, ich nehme das Einfachste weg. Dann ist Leo, der ist eh im Arsch. Ja. Oh Mann. Was ist denn Pointillismus? Holy shit. Das habe ich auch noch nie gehört. Das finde ich aber stark. Dinge, für die ich mich interessiere.
Dafür könnte ich mich interessieren. Also, als... Geil, wie das ein Gamechanger-Frage ist. Finde ich interessant. Ich kenne noch... Ja, sorry, Alter. Bitte. Nee. Ah, das ist Renaissance. Punkt und Runde gegen echt? Den Gegner, Team Blau. Also, die einzigen, oh, Gott, die ich noch überlegt hätte, wären Max Ernst und... Nee. Ich hätte nur Da Vinci noch gewusst und... Oh, nee, sorry. Nicht Max Ernst ist gar nicht dabei. Ach so, stimmt. Ja, klar. Dem sind ja Sachen gar nicht dabei. Scheiße. Ja, jetzt ist er am Start. Scheiße. Nee, das kriegen wir hin. Ach, nee. Der Bundesliga-Guy. Ja, jetzt mach ich mal. Fuck. Was haben sie überhaupt gefragt? Du bist dran? Der Fußball-Weltmeisterschaft das Jahr zu? Ja. Ich bin gar nicht dran. Wer da gewonnen hat. Hab ich? Ja. Okay. Wo sie war. Oder nein, wer gewonnen hat, oder? Ach so. Ja, oder? Ordnet der Fußball-Weltmeisterschaft das Jahr zu? Ach so, was? Okay. Mach mal Uruguay 54, bitte. Nein, stimmt. Nee, warte, ich hab Scheiße erzählt. Mach irgendwas. Nein, was? Okay, Scheiße. Das ist leider falsch. Nee, 2010 war Deutschland. Wo sie war? Wo sie war, safe. Warte mal, Ort oder Weltmeisterschaft? Ach so. Ja, Weltmeister, ja, okay. Nee, Weltmeister? Dumm formuliert. Ja. 54, Deutschland. Ja, okay. 1966 England. Scheiße, das war dumm formuliert. War es halt echt? War es 2010 nicht in Brasilien? Die WM? 2010 in Südafrika. Nee, Südafrika, genau. Scheiße. Südafrika. Mit diesem Waka Waka, ey. Tamina. Shakira, glaube ich. Shit. So, okay. Wer war das? Stefan. Ah, Stefan holt einfach einen Easy Point. Was ist das? Stefan holt wirklich einen Easy Point. Komm, Mann, ey. Okay, ja, also ich nehme erstmal die einfachen weg. Da weiß ich alles. Weißt du for real? Fast alles, ja. Okay, ich auch. Fuck. Jawohl, das hat ihn aber richtig zugeordnet. Das kann ich. Oh Mann. Das kann ich. Stimmt nicht, ich weiß nur noch zwei. Sicher, fällt mir gerade auf. Oh, ich weiß. Oh, fuck, Alter. Aber... Ich weiß nur noch eins, ohne Scheiß. Ist das nicht Frankfurt? Das ist leider falsch. Hätte nur noch Richmond, Virginia, hätte ich gewusst. Woher kommt das? Aus einem Song, oder? Gibt's doch nicht. West Virginia, ist es Kentucky? Mountie Mama? Nee. Ach Gott! Ah, ich war am Überlegen mit Kentucky und... Ja. Kentucky. Oh Mann! Fantastisches Spiel. Geiles Spiel. Also an Steffen lag's nicht diesmal, ne? Stimmt, du kannst dich alles auf ihn schieben. Das ist hiermit klar geworden, auf jeden Fall. Ja, stimmt. Ja. Ach, ja, gut. Ja, nice. Nur noch 13 Spiele. Ey, wir können auch sagen, wir machen 10 oder 7. Ja. Und dann geht's weiter. Es sei denn, wir führen weiterhin so gut. Dann würde ich sagen, machen wir das straight durch und den Liebling nicht weiter, Leo. Wieder was mit Farben? Ja. Okay. Müssen wir die immer skippen jetzt eigentlich? Die sind es und ihr werft mit kleinen gefüllten Säckchen. Jeder hat 4 Würfe, wo durchgegangen fehlt. Ein Säckchen ist Loch. Okay. Okay. Ja, gut, okay. Okay. Ja, er wird es ja eh gleich nochmal. Kann einer A drücken? Ja, sorry. Maxi. Ich hab's nicht gerafft beim Lesen. Okay. Los geht's, Elton. Ja, wenn ihr es gerafft habt, sag Bescheid, dann seh ich die Scheiße. Nee, ich hab's. Bei diesem Spiel bekommt jeder von euch pro Durchgang 4-farbige Säckchen. Kurzes Chatvoting. Team Stefan, Leo oder Maxi Andreas? Wo ist euer Herz gerade? Ausrufezeichen Andreas oder Ausrufezeichen Stefan? Für die Team-Captains, würde ich sagen. Am Ende der Runde zählen wir durch. Wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Bei Gleichstand bekommt ihr beide keinen Punkt. Wer als erstes 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Wollen wir anfangen? Nein. Das Spiel sieht schwer aus. Oh, Stefan, bitte. Stefan. Stefan ist jetzt, der hat wahrscheinlich Sport auf 100 gespielt. Ja, genau. Was jetzt, der hat, glaube ich, jetzt 0 bei Intelligenz. Dominieren jetzt. So, was, wer ist dran? Ich denke mal ich, weil das ist ganz klar mein Charakter. Ja, wahrscheinlich musst du in der Mitte landen. Ah, okay, und dann nicht zu viel. Ach, das ist wie Elfmeterschießen bei FIFA, wa? Ja. Früher, ne? Oh, die Animation, okay, und flucht noch ein Gefühl für das Spiel. Ich mach das weg, ja. Ui, jetzt hast du aber die Tasten raus. Jetzt geht's. Das ist ja... Oh, ausschließlich ja. What? Das ist komplett red. Boah, scheiße, aber das ist okay, das eine ist rechts und links und das andere. Ah, jetzt da, okay. Hafer Michmann schreibt, wann Stefan bei RBTV anfängt. Finde ich ganz gut. Nein! Oh, gut. Ach, bester Wurf ist der, oder? Jetzt kommt Stefan. Hier. Stefan, Alter. Rot versucht erstmal. Das hat aber ein bisschen Delay, ne? Ja. Boah. Stefan. Alter. Geile Sau. Stefan, der Sport. Geile Sau. Och, ich hab mir das wäre so krass gewesen, wenn er direkt getroffen hätte, weil der so geskillt ist. Okay, das ist toll. Oh, Maxi, oh, okay. Scheiß!
Also du kannst es nur mit Gewalt ausbessern, ja. Und Team Rot versucht noch. Kann man die Spieler auch zu bekommen? Also ich hab versucht. Oh! Alter, der hat's raus jetzt. Holy shit. Oh! Profis würden versuchen, Gegner zu blockieren. Team Blau versucht erstmal nur zu treffen. Hä, was soll ich denn auch sonst machen? Oh! Blöd, Mann. Team Rot versucht ihn zu bekommen. Stefan, go. Oh, der wird ausgebuht. Warum wird Stefan ausgebuht? Stefan! Hat euch nichts getan! Stefan! Oh, Profis würden versuchen, zu blockieren. Oklahoma City, deswegen gut. Team Blau versucht erstmal nur zu treffen. Stark. Und ist jetzt Rot schlecht, oder was? Ja, nicht zu viel Kraft. Mitte. Wahrscheinlich, oh, scheiße. Das allerdings ist interessant. Okay. Treffer für Team Rot. Komm. Sich die Gegenseite besser schlägt. Alter, Leo. Leo. Nein! Nee, Leo. Hat so ein Delay. Doch. Ah. Es muss wohl wirklich echt so im gelben Bereich sein, glaube ich. Ja, grün. Sich die Gegenseite besser schlägt. Das ist wie auch so ein Golfspiel oder so. Die sind, glaube ich, ähnlich. Ja, so gelb. Oh, nee. Das ist ja überhaupt nicht. Oh, nee. Ist nicht unser Spiel. Ja, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Können wir das alles irgendwie vorspulen? Komm, Stefan, bitte. Stefan dauert halt immer so lange. Stefan. Oh. Er hat den schon mal. Wow. Es hat noch keiner dieses Ding überhaupt getroffen, oder? Alter, das hast du jetzt raus. Stark. Das ist der erste Treffer. Oh, Mann. Oh, ärgerlich. Zählt. Der sowas macht mich auf Dauer echt aggressiv. Boah, jetzt habt ihr es aber raus hier. Oh Mann! Das Säckchen verfehlt die Das bringt Team Blau nicht weiter. Wie oft dürfen wir denn noch? Also. Viel zu oft. Da ist ja auch nur noch ein Säckchen auf dem Tisch. Kein Treffer für Team. Scheiße. Mal sehen, ob sich die Gegenseite besser macht. Stefan hat auch einen geilen Bart. Es ist nur vorbei, wenn irgendwer mal trifft, oder was? Ja, klar. Komm, Stefan, oh, Stefan. Mann, ey. Das Säckchen. Fuck. Ich glaube, das ist nicht so sportlich, ne? Das bringt Team Blau. Aber kennt Oklahoma City, ihr kennt doch mehr als ich. Ah, okay, es sind neue Säckchen da. Cool. Oh, oh Mann. Aber ne? So, es steht noch nur zu 0. Bringt Team Rot nicht weiter. Stefan. Also, Stefan ist nicht Stefan, ist Leo. Ah! Oh! Leider daneben. Oh, mein Herz. Auf dem Studioboden. Mein Herz. Ah! Viel zu viel. Oh, das sieht gut aus. Nee. Das Säckchen verfehlt. Scheiße, können wir das Spiel jetzt beruhigt euch doch mal. Okay. Wir haben Zeit. Stefan! Das ist bei Schlag den Star oft so. Nach einer Stunde wird es nicht Stefan spannend. Jetzt auf. Ich finde es geil, dass die bei Schlag den Star das auch durchziehen einfach. Wer ist denn? Ah, Maxi. Oh, aber krass, wie hart die Kriterien sind, dass du wirklich nur, wenn beides perfekt ist, ist anscheinend auf so. Dem Ding landest. Ja. Man muss wirklich im Runtergehen, wenn das Ding runtergeht, glaube ich, musst du schon wieder drücken, weil es so schnell dann wieder hochgeht. Also, Schlag den Star war nicht so zäh. Doch. Fandet ihr echt? Ja, safe. Das finde ich, find ich auch so lustig, dass es konzipiert ist, bis teilweise 1.30 Uhr oder so zu gehen. Das Säckchen So. Jetzt das hört mal auf mit diesem hektischen Vorspulen. Rein für das Spiel. Er. Stimmt, Maxi hat jetzt die A-Taste entdeckt. Ich weiß jetzt, wo sie ist. Jetzt. Ja, gut. Scheiße! Hey, aber dass das auch so kleben bleibt. Ich hab gedacht, das kann doch so hüpfen. Ja, schon. Ist nee. Seite besser ja, nee. Das war erst beim Update. Okay. Komm. Leo, du willst auch nicht mehr. Blau. doch, ich gebe mir echt Mühe. Zumindest das super leid. Die Plattform. Oh. Ah, komm. Nein! Oh! Das Säckchen. Den haben wir das ist aber hart auch. Bestimmt dreimal schon gesehen. Die Rot nicht weiter. Ja, das stimmt. Sorry, ich spul Stefan weg, kein Bock. Was? Stefan ist mein Hero. Ich sag's dir. Ob sich die Gegenseite besser schlägt. Wer ist denn das jetzt wieder, Maxi? Ich, ja. Gut. Fühl. Oh Mann! Ey, bei der Stärke ist es echt schwieriger. Stärke ist richtig aggro, ja. Mal sehen, ob sich. Ja! Stärke ist richtig aggro. So hast du das Spiel willst gut kennen. Was? Oh, lieber Zrat. Das ist übrigens auch mein Blutdruck? Nee, keine Ahnung. Zum Glück ist Best of Three auch. Nee, stimmt gar nicht. 3 Punkte. Alter! Ey, das. Das musst du einmal wieder, gehen. Ja. Und gefragt, gejagt. Hört auf. Ja, lass das Spiel skippen, ey, kein Bock. Schreibt mal in den Chat, ob ihr noch Bock habt. Das ist wirklich so zäh hier gerade. Wir spielen das jetzt komplett durch, allein um es euch zu zeigen. Ich fänd's geil, wenn die immerhin noch so springen würden und sowas. Nein! Nee. Na, doch, ein bisschen springen.
Wer soll denn da eigentlich gerade kommentieren, welche... Ja, das ist doch nicht... wie heißt der? Elmar Brauke inzwischen? Ja. Buschmann ja schon lange. Ja, war schon lange. Der ist der doch nicht. Oh, gut. Das haben wir jetzt raus, nur das oben noch nicht. Oh, ja, sehr schön. Ist er. Ja! Und nicht schlecht. Potenzieller Punkt. Nicht schlecht. Ist es ein Ach, potenzieller Punkt? Ach, ey, sorry. Ja, ja, aber es steht 1-0 jetzt für uns. Also beruhig dich. Was, wenn liegen bleibt, ist ein Punkt. Ah, okay. Ach, ich kann den jetzt noch wegmachen? Ja. Okay. Kann der da reinfallen? Och, schon. Ja, ja, klar. Okay, der wäre okay. Fast. Treffer okay. Für sehr gut, Maxi. Sehen, boah. Muss sich die Gegenseite besser schlagen. Hä? Aber ich verstehe echt nicht. Nein! Oh. Ja, wann kriegt man denn endlich einen Punkt, verdammt? Na, wir haben jetzt einen Punkt schon. Nee, habt ihr nicht. Doch, na doch, hier ist doch vorgemerkt, ey. Wenn es da liegen bleibt, ist es ein Punkt. Ja, aber bis wann denn? Achtung. Na, bis alle Säcke leer sind. Na, guck mal, zwei sind es noch. Dann haben wir die erste Runde. Wo siehst du das? Weil da noch drei liegen. Ah, okay. Okay, na gut. Okay. Na gut. Ja, ich lasse den jetzt da, mit dem Gewinn jetzt. Stefan macht, ja, na klar. Stefan macht es 1-1 noch. Oh, auch gut. Oh. Krass, wie eng das Fenster hier plötzlich ist vom Schwierigkeitsgrad her. Ich schwitze richtig. Oh Gott. Na, no, ich krieg's einfach nicht hin. Boah, aber ist ja auch besser. Am Ende haust du den noch weg oder so. Ne? Vom Stefan. Jetzt gucken wir uns Stefan mal an. Stefan! Konzentriert. Aber... Alter, wirklich, oh. Was macht denn der? Das ist ja Fuchsteufelswild. Ja, Fuchsteufelswild. Das bringt Team Blau. Ah, nicht jetzt habt ihr den ersten Punkt. Genau. Gratulation. Okay. Oh, oh Maxi. Boah, das könnte was werden hier. Team Rot holt. Und. Ich weiß, das ist schwer. Das würde ich. Ja, wollen wir uns das Spiel trotzdem mal merken? Also. Ja, also, vielleicht können wir es ja. Oh! Ich hätte Bock, das in echt zu spielen. Ja, genau. In echt würde ich es. Oh, was? Machst du das? Ja. Alter. Das Säckchen. Säckchen Souls finde ich wirklich sehr gut. Es ist wirklich... Säckchen Souls? Was? Säckchen Souls. Ach so. Was? Okay, jetzt check ich ihn. Ah. Oh, ich hat gedauert. Das war okay, das war okay. Oh, Alter. Komm, Leute. Ja, die haben sich ja echt keine Mühe gegeben. Stefan zieht durch, wir ziehen durch. Oh. Nee. Ich check's gar nicht. Sehen, ob sich die Gegenseite besser ich interessiere mich zwischenmenschlich auch nicht für Stefan. Sorry. Ich will nochmal so einen coolen Spruch hören, wie ihr seid irgendwie zu hässlich oder so. Ihr habt keine Figur für dieses Spiel. Wir hatten die Zeilen abgenommen. Achtung, Leo stirbt. Kein Treffer. Mal sehen, ob sich die Gegenseite besser dreht sie durch. Oh, sehr schön. Der holt's! Ach du Scheiße! Wow! Shit! Gibt's morgen im Shop, die kleinen Dinger? Ach du Scheiße, die kleinen Dinger. Drei Punkte auf jeden Fall. Yo! Okay, Chat, was jetzt? Oh shit, Stefan, auch nicht schlecht? Team Blau. Ballen, sagt man ja bei uns, ne? Ich weiß nicht. Die Plattform. Ah! Das Säckchen Come on, Alter. Das bringt Team Rot nicht weiter. Oh, Leo war gut drauf. Nee, jetzt macht ja alles nichts so. Ich hab einen Dreier. Mal sehen, ob jetzt noch ein, komm. Zieh durch. Oh. Nein! Man muss diesen Nein sagen. Ich höre den wieder raus aus dem Loch. Der war so schlecht. Die Plattform. Oh. Aber wir haben es gleich. Nur noch vier Säcke. Das ist das jemals. Leider. Noch vier Säcke, dann sind wir durch. Das Säckchen landet auf dem Studioboden. War das ein Lacher gerade? Habt ihr gehört? Nee. Auf dem Studioboden hat der Kommentator gesagt, das musste das Publikum giggeln. Ach, Mann. Es ist so schwierig. Nee. Das spielst du zum ersten Mal? Anscheinend ja. Und verfehlt die Plattform. Er muss so hoppen. Es gibt doch nur ein perfektes Timing. Aber das ist ja klar, die Engine gibt es wahrscheinlich nicht her. Ja, stimmt. Oh, weiter. Sehr schön. Ah! Rot trifft die Karte. Okay. Nächster Punkt. Wehe, Stefan, wehe, du triffst jetzt. 2-0. Nee, jetzt ist nächste Runde. Jetzt trifft. Achso, nee, ist der letzte, du hast recht, ja. Jetzt haut er deinen weg. Ah, okay. Kein. Okay, ja, Gratulation, ne? Mal sehen, ob sich die Gegend. Reicht doch, danke. Ja, reicht doch. Nicht schlecht. So, gucken wir das nächste Spiel noch an, oder was? Gar keinen Zeitgefühl. Ja. Ja, ich würde schon gern irgendwie mal wenigstens einen Punkt machen.
Ich will mal so Quiz-Kram auf jeden Fall. Ja, machen wir doch. Ja, oder nochmal so, wo sind Städte oder so? Ja, so, wo sind Städte? Mal irgendwo was passiert auf jeden Fall. Naja, du. Kopfrechner, okay. Okay, Akro. Oh, fuck. Ja, nee, alles klar. Okay. Ach, ja, gut. Scheiße, okay. Ja, das kann ich skippen, oder was? Ich sage jetzt einfach mal präventiv, ich bin zu betrunken dafür. Okay. Wollt ihr die hören? Die Erklärung? Ja, nee. Gut. Sagt ihr vielleicht noch. Ja, okay. Warum ist schon ein bisschen gespannt, ich bin gespannt, ob was für Rechenarten dran kommen. Viel Glück. 55 minus 6 fängst mal 9. Ich hab keine Ahnung. Was? Wo sieht man denn, wer dran ist überhaupt? Nein, es kommt nicht falsch. Ja, wirklich, ist falsch. In diesem Fall wäre dies hier richtig. Eins. Nee? Ja. Oh Gott. Okay. Ich will einfach nur nicht dran sein. Das weckt so Roboter aus Gott. Ja. In diesem Fall. 32 durch 8. Was? Was? 12 mal 32? Oh, fuck. Boah, zum Glück bin ich nicht dran, ey. Okay. Läuft es nicht ab, die Zeit? Weiß ich nicht. Also, es ist eine tickende Uhr im Hintergrund, ne? Ja, das ist nur Atmung. Schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Okay, so geht das. Okay, fuck. Also oder, muss ich erst 12 mal 32 rechnen? Nee, das ist egal. Ist ja beides Punktrechnung. Okay. Puh. Gibt's doch nicht. Das gibt's wirklich nicht. Weiter mit Frage Nummer 3. 84 durch 7. Ah, fuck. Ja. Man kann anscheinend auch R drücken. Worten? Ja, korrekt stimmen, ist. Ne? 12. Richtig. Stark. Man hat ja ewig Zeit, das ist ja scheiße. Mein Ding. Wow, das war gut. Wow. Nummer 4. 11 plus 35 durch 7. Andreas, ich kann dir nichts für dich tun. Korrekt. Muss ich ganz ehrlich sagen. 60. Keine Angst, wir holen das Ding auf. Ja, würde ich auch sagen. Ich sage Stefan an Leos Fuß. Hey, Stefan. Stefan, es wäre geil, wenn du mich hier aus der... Ist das schon gewesen? Nee. Achso. 106 minus 99 durch 3. Okay, scheiße. Wann kann der das denn? Scheiße, nur weil wir das vierte Bier intus haben. Die gültige Antwort lautet wie folgt. 71. Stark. Richtig gerechnet. Ein Punkt für Team Blau. Heftig. Also Andreas, wie gesagt, ich kann es probieren, aber... Sehen wir uns die sechste Frage mal an. 73 plus 95. Nein. Ah. Da wäre ich gerade so gewesen, als du gedrückt hast. Weil mein Herz klopft ziemlich gerade. Richtige Antwort lautet. 168. Richtig. Also die haben alle Zahlen eingesprochen. wir brauchen noch die 72. Kannst du die noch was sauber machen? Dritte Mail. Wir sind schon durch, aber könntest du es noch irgendwie schicken? 27. Oh, come on. Da passt man einmal nicht auf, ja, ne? Ohne Scheiß. Weil wir wieder zu aber nicht mal da hat Stefan gepasst. Schauen wir uns die richtige Antwort an. Stefan ist ich in diesem Spiel, muss man sagen. Richtig. Mathelehrer. Ja, ist halt so. Was soll ich tun? Oh Gott. So macht das Spaß. Und Frage Nummer 8. 48 durch 6. Come on. Wie schnell ist der denn? Ja, weiß es aber auch nicht. Ich fände es geil, wenn 5 Sekunden Timer. Lieber Chat durch 6. Warte mal. Wir labern einfach rein. Scheiße. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. Come on. Bringt halt nichts. Richtig ist. 8. Achso, ist schon vorbei. Sehr gut. Ja. Ey, hast du den verdient? Oh. Leo, ohne Scheiß. Stefan zieht dich runter, aber du warst der King in diesem Spiel. Das stimmt. Und deswegen gönn ich dir das. Wirklich, gut gemacht. Aber das ist echt komisch mit dem Buzzern. Dann kann man rechnen nochmal. Okay. Ja. Könnte man nochmal ran. Üben wir für die richtige Show? Schlag den Star? Ja, bei gefragte Jagd kannst du das ja, glaube ich, machen. Da kannst du dich, dass wenn du quasi, wenn du richtig gut bist, ja, genau, dann bist du eingeladen, automatisch. Dann kommt Alexander Bommes und holt dich ab. Zu dir nach Hause? Zu dir nach Hause. Und hier ist er auch schon. Ja, und jagt dich. Und jagt dich komplett weg. Brüllen, der Sendung aber nichts zu tun. Offene Punkte noch 110, das ist das. Das ist die Wahrheit. Eins nach dem anderen. Karaton, okay, was ist das? What? 6 Kartons vor sich auf das oberste und unterste ist in der jeweiligen Teamfarbe markiert. Müssen nur die jeweils als schnellen Kartons herausgeschlagen werden, ohne dass der Turm. Ja, das ist jetzt wieder mit irgendeinem Grüntreffen wahrscheinlich. Jenga mit Kartons, oder ja, wie? Naja, so ein bisschen. Okay. Okay.
Wir kriegen es ja nochmal erklärt. Karton. Das ist eins meiner Lieblingsspiele. Ihr müsst die Kartons, echt, die ihr jetzt vor euch seht, mit so viel Leidenschaft, wie er das vorträgt, glaube ich ihm das auch echt. Oberste, das ist eins meiner Lieblingsspiele. Wenn ihr die richtigen Kartons weggeboxt habt, dann stoppt die Runde auch für euren Gegner. Ah, okay. Aber wenn ihr bei euren Schlägen die Kartons vom Tisch stoßt, müsst ihr den Stapel wieder aufbauen und von vorne anfangen. Mhm. Das ist der schwierige Teil des Spiels. Mhm. Alles klar? Darin bin ich gut. Okay. Yeah. Sieht kompliziert aus. Danke, Leute, reicht. Oh, der fängt wieder an, du, ne? Okay. Hä? Was muss ich jetzt machen? Ja, siehst du, weil ihr immer alles wegdrückt. Das war's, okay, du? Ich hab versucht, was rauszukicken, aber das ist wirklich, Komm, Stefan. Es muss stärker sein, als ich es gemacht habe, auf jeden Fall. Mach Stefan. Ich kann gar nichts machen. Machst du weiter? Einfach so. Nee, also hast hier, du das hier auch schon mal gemacht? Achso. Warte mal. Das mach ich schon, ne? Muss ich den blauen überhaupt weghauen? Nein, nee, ne? Die dazwischen. Nee, am Schluss muss rot auf rot und blau auf blau liegen. Achso, okay. Also, ich rechne die zwei Erklärungen immer noch nicht, ne? Ey, das war doch super gut. Aber wieso geht denn bei uns gar nichts mehr? Naja, weil der dein erstes so. Versuch. Der hat doch mal Reimer jetzt schon geschlagen. Alter. Du kannst doch weitermachen. So, geil. So. Ist das Stefan? Schau mal, wie Stefan abgeht. Geil, Stefan. In einen Ruhe raus. Ja. Hä? Das war gut, oder nicht? Ja, aber warum Stefan, kann ich jetzt nichts machen? Stefan, ja, weil er den ersten Punkt geholt hat. Aber wie hat Stefan das gemacht? Ja, das du bist dran. Ach, jetzt bist du dran. Okay, ja. Okay. Jetzt ist Andreas dran. Andreas ballert erstmal die Steine hier raus. Als gäbe es den Morgen mehr. Hä? Ja, weiter so. Hä? Ja, klar. Das ist unser Punkt. Nee, er hat's. Achso, Leo hat's schon gemacht. Oh Gott. Jetzt du wieder. Okay, okay, okay. Komm, Stefan, hau. Okay, jetzt steh ich. Alter, Stefan. Jetzt witzig. Oh, Stefan ist ein geiles. Spinnst du? Weitermachen! Achso. Scheiße. Alter, wie geil ist du bist Stefan? Nee, nee, nee. Doch. Oh. Stimmt. Hä, wieso? Stefan, okay, ist geil. Jetzt du wieder? Ja. Ach so, wir wechseln, wenn Fail ist. Okay, I see. Nicht nein, runter? Nein, nein. Ah, ich geh noch höher. Was macht der denn? Komm, wie macht morgen, er das, Stefan? Auf geht's. Andreas, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Du musst echt schnell machen. Oh. Schnell, jetzt du. Stefan! Stefan ist einfach zu gut. Geil! Oh, warum kann der das denn? Warum kann der das denn? Deswegen hat er gesagt, man muss die richtige Figur haben. Hunde auf Kraft haben, sonst nix. Hunde auf Kraft, ja, okay, was soll ich dann machen, ey? Ja. Oh, geil! Puh, das war jetzt echt mal sinnvoll. Scheiße, wie auch die Stimmung bei uns jetzt gibt, weil Stefan und Leo uns. Ich weiß nicht, ob das mit uns funktioniert. Nee. Denn jetzt sehen wir es und so funktioniert ja das berühmte Tortendiagramm schon. Geil. Das ist mit das Beste an der ganzen Show, ist die Punktevergabe. Ja. Aber auch sehr frustrierend, merke ich jetzt gerade. Ich wäre es auch ehrlich gesagt gerade scheiße. Oh, das Gott. Checke ich wiederum. So. Okay. Nee, da bin ich raus. Boah. Ja. Ich krieg die Uhrzeit eingeblendet und an einem anderen Ort muss man sagen, ja. Okay. Okay. Boah. Alter. Also Kopfrechnen mit Zeit, finde ich. Das Ding ist, wir haben sowas gerade fürs Kneipenquiz geschrieben. Das finde ich so. Stimmt. Muss ich nochmal ran. Raus damit. Jetzt ja, haben wir es reviewed. Toll. Wir starten. Danke, Schlagdistan. Das wird es spannend. Nur die Differenz zwischen beiden Zeitzonen ausrechnen. What? Ach so, wir sehen die sogar eingeblendet. Naja. Ja, aber trotzdem, Alter, ich. Zwischen Soul und. Jesus. Und dann musst du noch die Uhrzeit eingeben? Ich kann ja gar nichts machen, ich oder? Nicht. Ja, wer ist denn dran? Ich bin nicht ihr dran. Beide doch bestimmt. Ich bin nicht dran. Naja, wenn ihr buzzert, dann seid ihr dran. Oh, jetzt bist du dran. Ach, Scheiße, ja, ich hab doch. Ach so. Na, du hast Zeit, du hast Zeit. Okay. Na gut, aber keine Ahnung, ne? Das war Soul und Rio de Janeiro. Soul und Rio de Janeiro. Ja, kannst du schon mal. Ach so. Ja. Okay. Okay, ja. Stunden. Hä, ich check's immer noch nicht, aber gut. Also erst gucken, dann Buzzer. Ja, und ja, den, okay. Sound. Den Sound. Der Sound ist das zweitbeste von der ganzen Show. Der Buzzer? Frage Nummer 2. Wir müssen nur die Differenz zwischen beiden Zeitzonen ausrechnen. Oh. Funny. Komm, ich rate jetzt einfach mal. Ich schätze, es sind. 4 Stunden. Oh. Nee, es ist ja nicht die, du musst die richtige Uhrzeit dann eingeben.
Ach so. Nicht wie Spiel. Ja, das was hast du denn gedacht? Nur den Unterschied dachte ich. Ach so. Wow, das ist nee, du musst gut. Schon die Uhrzeit eintragen. Ach so. Mhm. Ja, ein bisschen was muss man auch können für das Spiel, ne? Ach so. Ja. Du musst nur die Differenz zwischen beiden Zeitzonen ausrechnen. Ich weiß nicht, ich versuch's einfach. Ah, ne, falsche Richtung. 22 Uhr irgendwas, 22 oder 23? Nee. 21 Uhr. Oh Gott, okay. Okay. Mhm. Stimmt nicht, aber Mathe war auch mein Lieblingsfach. Oh Mann, ich will hier, wo ist ich Potsdam? Dachte, ja, ja. Jetzt. Das will ich. Und dann die Differenzen. Ich würde gerne noch so ein cooles Actionspiel als letztes machen. Irgendwie nochmal so ein Hacky-Sack-Ding da. Ja, was so rausgehen, ein Hacky-Sack-Ding. Oh Gott. Vanilla, lebt er noch? Ja, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Stefan? Stefan, weißt du's? Jetzt wäre der Zeit. Jetzt would be time to shine. Hier geht es nicht unbedingt um Schnelligkeit. Doch. Ja, mach einfach. Ich probiere einfach, so egal. Ja. Ist wahrscheinlich. Ah, okay. Nur 8? Okay. Ach so, ne, sie sind sogar nur dazwischen. Ja, stimmt. Okay, ja. Boah. Ey. So macht das Spaß. Nee, null. Geht, Stefan. Das Stefan, du machst gar nichts. Zeitzonen. Oh Mann, und Stefan. Weiter mit Frage Nummer 5. Wir müssen nur die Differenz zwischen beiden Zeitzonen ausrechnen. Ist mir das von links nach rechts oder von rechts nach links? Ich glaube, von links nach rechts. Von links nach rechts? Ich hätte mir das nicht annähernd so schwer vorgestellt. Probieren wir es mal. Achso, du bist? Ah, ich habe auch in der Sekunde gedrückt. Ja. Oder? Ah. Nee, 0 Uhr. Ich hatte 2 Uhr gesagt. Oh, okay, 0 Uhr 45, Alter. Fuck, Scheiße. Das stimmt nicht. Das ist deren Spiel. Das ist deren Spiel. Das ist nee, nee. Der fand so ihr Spiel. Nee, oder nee, profitiert ihr von unserer Schlechtheit? Ja, ich sag immer nur, das ist vorbei. Ja, ja, ich check schlimm auch nichts. Ich gönn ihnen den Punkt auch. Sechste Frage mal an. Das sind 6? Wir müssen nur die Differenz zwischen beiden Zeitzonen ausrechnen. Eine Zwischenfrage. Wo ist Morgan? Fuck. Jetzt muss es ja noch 22 Uhr machen. Fuck. Ah, Gott. Was stand da? Warte. Nein! Oh Gott, Phil. Gottes Willen. Ach, oh Gott, ich war ja komplett raus. Du hättest doch einmal was abwarten können. Ich hab abgewartet, ich hab nichts gemacht. Ich hab nicht A gedrückt, aber die Zeit war einfach weg. Frage Nummer 7. Ach so, nee, ich meine, Differenz zwischen beiden Zeitzonen ausrechnen. Ach komm, dann machst du das jetzt falsch, oder was? Ja, ausrechnen, was auf jeden Fall nicht ist. Also ich sag's, wie es ist. Mein Kopf hat da wirklich komplett abgeschalten. Ich sage... Schwarz. Keine Ahnung. Schwarz vor Augen. Oh, knapp. Doch, Alter. Knapp. Richtig assi auch so. Ja, aber das ist echt ein Scheißspiel. Ich fand's richtig beschissen. Das war das beschissenste Spiel bis jetzt. Bisher, ja. Ja. Okay, wir müssen noch ein letztes zum Raus... noch was Cooles zum Rausgehen brauchen. Ich hoffe, das war's noch geil, oder? Ich hoffe, es jetzt kommt noch hier Dingsbums. Blamieren oder kassieren oder so. Das wäre richtig jetzt geil, ja. Schlimm jetzt. Warum? Wir machen ja gleich noch Quiz. Ja gut, stimmt. Ja. Jetzt müsste eigentlich wieder ein Action-Game kommen. So. Ja, müsste sein. Normalerweise waren jetzt schon 3 Werbungen und jetzt wird sich umgezogen und jetzt geht's raus. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ein krasses Action-Autorspiel. Ja. Diskuswerbung. Irgendwas mit dem Kran ja, oder so. Lochbrett. Okay. Es ruckelt ein bisschen, ne? Müsste eine Kugel, welche nur durch 2 Seile gesteuert werden. Ah, okay. Ach so, die Kugel darf zwischendurch nicht in ein anderes Loch fallen, wenn dies passiert, die ist direkt okay. Okay. Das ist ja der Classic. Ich skipp das, ja? Ja, ja, klar. Checkt ihr, oder? Ja. Ja. Man lenkt irgendwie, ne? Der Chat checkt es auch. Let's go! Lochbrett. Du fängst an? Anscheinend. Boah. Ah, okay. Oh, das ist, ah, das ist der heiße Draht quasi. Ja.
Alter, jetzt hab ich das erstmal herzklopfen und meine Augen brennen. Ah! Nein! Ah, oh, scheiße! Egal, kannst weitermachen, oder? Muss ich immer jetzt schön entspannen. Nee, du bist dran, du bist dran. Warte mal. Wenn der das jetzt schafft, da. Ja, das macht er. Alter, das macht er einfach, ey. Dann muss ich weitermachen, oder was? Ja, weiter, weiter, weiter. Haben wir jetzt einen Punkt? Keine Ahnung. Ja, Stefan, geile Sau. Stefan, du geile Sau. Okay. Geil, geil, geil. Jetzt du wieder? Ich muss jetzt mal schnell an Katzenvideos denken. Alter, okay, funny. Was? Woran muss er denken? Stefan, rechts! Oh, was? Oh, Alter, Stefan. Ah! Ich sehe nichts. Verdoppelt. What? Hä? Was geht? Dieses Spiel haben wir uns Spaß schon hinter sich gebracht. Haben wir's? Ja, warum? Weil wir zweimal gewonnen haben. Ach, zweimal? Offensichtlich. Och, Mann. Alles klar, Leute. Ey, okay, dann brauchen wir wohl doch noch ein letztes, ha? Eins geht noch. Ja, komm, Entscheidungsspiel. Eins geht noch. Entscheidungsspiel. Ein Entscheidungsspiel, oder? Entscheidungsspiel. Entscheidungsspiel. Ja, komm, komm. Aber nur, wenn es was Cooles ist. Ja, ansonsten willst du raus. Oh, okay, krank. Ei. Es ruckelt echt, sorry. Oh Gott, schon. Das ja, okay, sehen wir ja gar nicht. Ihr seht vier nahezu identische Bilder. Eins dieser Bilder unterscheidet sich in einem kleinen Detail von den anderen dreien. Wir möchten von euch nur wissen, welches Bild sich unterscheidet. Ah, okay. Oh, das ist die Hölle. Das ist ja die Hölle. Das war geil zu mitmachen. Ja. Das war das ist mega. Spiele, die mir beim Zuschauen am meisten Bock gemacht haben. Ja. Wo du so richtig dann halt... Ich gebe dir Erklärung, ja? Ja. Jetzt ist mal drin. Mit dieser Frage fangen wir an. Tja, wer fängt denn jetzt wieder an? Ja, wahrscheinlich gleich, oder? Okay, wie krank. No way. No way. Was ist da anders? Sag mal. Hast du nochmal einloggen? Da ist oben genau, ist ein Loch weniger. Boah. Boah. Wir können alle gleichzeitig wasern, ne? Alter. Scheiße, Stefan wird das holen. Stefan, ich hab Angst vor Stefan. Unscheiße. Das wär's jetzt. Ach, Stefan, Alter. Frage Nummer 2. Let's go. Boah, das macht mich kaputt, ey. Was? Da fehlt da so ein Holzbalken in der Mitte. Bisschen weiter oben, oder? Hä? Da bist du. Achso. Nee, guck mal, er sieht halt was ganz anderes. Nee, aber. Das ist völlig anders. Nein, da war ein Holzbalken weniger. So schwer war das ja gar nicht. Okay. Scheiße. Sag's ihnen, Stefan. Sag's ihnen, rede mit uns. Boah, was hast du denn jetzt? Zahnbürste. Das ist falsch rum. Scheiße. Boah, also okay, easy, okay, oder? Ja, das ist easy. Okay. Fehler ist. Alter. Der Punkt geht an Team Blau. Yeah! 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 Yeah. Let's go! Yeah! Leo? Da ist ein Berg zu viel. Oh, du guckst auch. Alter, oh Mann, ich fange immer so systematisch an zu gucken. Ja, nee, bringt gar nichts. Aber er wird jetzt ja wahrscheinlich so allgemein drauf gucken. Das kenne ich von Gamecube-Spielen, Ego-Shooter, immer rechts unten und rechts oben gucken, wo die anderen sind und dann hinlaufen und so. Na gut, okay. Gamer Leo. Der Gamer. Wo? Wo, wo, wo? Unten, da fehlt eine Pflanze. Oh. Stark. Oh. Stark. Sehr gut, wir sind wieder im Spiel. Und okay, das ist grün, das andere wäre rot gewesen. Die eine Pflanze gehört da, glaube ich, nicht hin. Es ist so ein Monk-Spiel irgendwie. Die Stein wächst da gar nicht. Der Bleistift müsste aber eigentlich da anders liegen. Sehen wir uns die sechste Frage mal an. Boah, das ist so kleinteilig. Boah, das ist ja echt voll. No way. No way. Come on, ich Alter. Glaub, ich rate, das wusste aber auch. Rate. Wie viel denn noch? Rate. Wo? Ich komme auch. Mach in Ruhe. Das ist ja lächerlich. War richtig. Nee. Es war random. Ah, okay. Ach Gott, wie krank. Okay. Hä? Ah, der Typ hat... Ich dachte, ich hätte recht, was gesehen, aber... Alter Schwede. Yes. Aber ja, das ist ja auch wieder lächerlich, dass du buzzern kannst, dann kannst du nochmal in Ruhe gucken. Ja, so viel Zeit war ja aber nicht, ne?
Was hast du jetzt? Schöne Wolke weg, ne? Ey, oh, dieses oh, oben Mann, unten hat mich komplett. Ey, toll. Diese Ebene nach. Alter. Ja, es kriegt schon jetzt das war geil. Ein bisschen. Das hat ja, jetzt hat immer so einen Twist, ey. Ja. Ey dieses Schmeißen ja, und dieses. Ja. Es gab so ein paar, die haben ihn rausgezogen. Aber das ist geil. Wenn es nur so Spiele gewesen wären, wäre ich jetzt wahrscheinlich herztot. Ja, das stimmt, ja. Nee, gut. Oh, oh Gott, ey, das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Wollen wir nicht noch einspielen? Nee, guck mal. Wir gucken mal, was es ist. Just for the giggles. 10 Unterschied. Mal, ist. Ja, gut, aber machen wir es davon abhängig. Ja, wir gucken mal. Wenn es jetzt so ein Geschicklichkeitsscheiß ist, dann sag ich gleich, ich hab Bock drauf. Nee, du kannst nein, nicht. Nein, gerne. Ich habe heute nichts mehr vor. Lattziel schießen. Was? Lattel. Ja, nee. Nee? Ja, du musst schon wieder, genau musst schon wieder sowas schmeißen. Genau das Gleiche. Ja, raus da. Okay, okay. Gut. Dann würde ich sagen, gratuliere Leo, der schlagt den Star zusammen. Nicht schlecht. Also ein random erstellter Computer und Leo sind besser als wir beide. Das halten wir fest. Falls ihr noch mehr Infos haben wollt zur Pixel zu Stefan. Wall, nee, zur Pixel Wall, wo ihr hoffentlich schon fleißig dabei seid, Motive zu designen, dann habe ich jetzt noch einen Spot. Inspirierende Pixel, pointiert gesetzt. Leuchtende Farben, kontrastiert gestaltet. Fulminante Linien streben zum großen Ganzen. Gemeinsam entsteht so einfach Kunst. Ganz genau, am Ende erschaffen wir Kunst. Gemeinsam haben wir schon wundervolle Pixel Walls gestaltet. Auf geht's in die nächste Runde. Tobt euch aus an der Adobe Pixel Wall und seht euer Kunstwerk bei Haus an Haus 3. Unter allen TeilnehmerInnen verlosen wir 12x3 Monatslizenzen für die Adobe Creative Cloud. Viel Spaß! Ich bin happy, ja. Du bist happy? Hallo! Hallo, willkommen zurück. Was spielen wir denn jetzt? Wer weiß denn sowas oder gefragt gejagt? Ich hätte Bock auf gefragt gejagt. Ich glaube, das hat so eine gewisse... Okay. Dieses Quizzige. Ich hoffe, dass wir das zusammen spielen können. Auch so ein bisschen. Ja, das wäre geil. Wir wissen auch nichts von den ganzen Spielmechaniken, ne? Also, nee. Ob wir gegeneinander... Jetzt plötzlich waren Andreas und ich miteinander gegen dich und Stefan... Meint ihr, Stefan, gibt's auch in dem Spiel jetzt, dass der Witz? Das wäre eigentlich geil. Das wäre so ein Prank. Ah, ist das jetzt wieder dieselbe Firma, mal, die das gemacht hat? Ja, machen die alle das Gleiche? Dann ist vielleicht Studio Hamburg, ARD? ARD Werbung? Alles einfach abfeiern. So, wo ist die Und es gibt auch keinen Sound. Ah, okay. Siehst du? Stimmt. Ja, ja. Charaktere! Charaktere! Oh, da sind sie. Ah, da sind wir ja. Andreas! Ah, ne, Leo. Okay. Okay. Sieht Leo aus wie Moritz Hase? Bisschen? Nee. Sieht aus wie der eine von den. Und sieht Andreas Jägern, aus also wie. Andreas? Ja. Andreas selbst? Und sehe ich aus wie. Ich sehe so aus wie meine Einstellungen zur Welt sind. Das ist Uli Hoeneß. Sag ich ja. So. Ja, wollen wir die ein bisschen rumdesignen? Nein. Okay, komm, dann spielen wir gleich. Wir spielen. Okay, dann B. Ja. Genau. Spiel starten, let's go. Ja, hier könnt ihr euch euer eigenes Spiel zusammenstellen. Okay. Ihr setzt einfach die Plätze so. Können wir uns den Jäger auswählen? Wir sehen uns dann gleich im Studio. Ja, geil. Wie, was geil? Wir dürfen uns den Typen aussuchen. Das finde ich gut. Ja, los. Ja, wechselt doch mal den Jäger. Ihr seid doch noch nicht mal richtig, ihr kleinen Säue. Wieso denn? Hä, ich bin richtig. Lass mich mal in Ruhe. Achso, ne, ich bin das hier dann. Ich bin oder was? Hä, ich bin doch. Ich bin das. Und jetzt können wir mal. Müssen wir das noch bestätigen? Ah, Typ Charakter ändern. Können wir hier noch irgendwie einen Computer reinmachen? Stefan oder so? Spieler 3. Spieler 2? Nein. Wir sind auch ganz oft Spieler 2. Ach so. Verstehst du? Ja. Nein, das darf nicht sein. Hier, Andreas, du musst Spieler 3 sein. Wieso? Weil ich Spieler 2 bin. Geht doch nicht. Ich hab doch den Controller 2, Mann. Du hast doch P3. Du musst auf Spieler 3 wechseln mit den Schultertasten. Ah, okay. Genau. Mit den Schultertasten, wie man sie ja auch nennt. Ja, Mr. Gamecube wird wohl wissen, wo die Schultertasten sind. Nee, ja, und jetzt, ja. Da wollen wir auch was sehen. Geh mal auf. Ach ja, Spieler 3. Ja, doch und jetzt? Ja, den. Warte mal. Wollen wir den zufälligen Spieler noch? Nein. Wir wollen den Spieler 2 wollen wir wegmachen. Weil jetzt gibt es ja zwei Spieler 2. Ja, dann wechsel Spieler, doch. Ne, warte mal. Geh doch mal auf. Ja. Ja, jetzt? Ja, das ist doch gut. Dann Spieler 2 musst du nur noch mal löschen, sonst spiele ich die 2. Ja, wieso ich? Boah, ey.
Und der Maxi könnte es auch mal, der ruht sich einfach aus, der kleinen. Warum soll ich das mal? Ich werde dich. Ah, okay. Ich glaube, Austin. Luther? Nein, Leo, du musst doch erstmal Spieler 3 auswählen. Bin ich doch, Spieler 3. Nein, da steht doch Leo, Spieler 2. Okay, jetzt, ich weiß, was ihr meint. Okay. Genau, ja. Das meinen wir, basically. Das ist so das, was wir meinen. Ah, ja. Okay. Und jetzt wählst du Leo aus und zack. Der Jäger hat heute keine Chance. Starten wir oder wollen wir noch uns mit dem Jäger beschäftigen? Ach so. Doch, ja, wir können ich würde mir gerne mal anschauen. Ja, das finde ich halt cool, ne? Ja. Ich meine, was werden die dafür gekriegt haben, die Leute? Meinst du die Jäger, was die an einzelnen Gagen bekommen haben, nur damit sie da auftauchen? Ja. Oder ist die ganze Scheiße? Sind es nur die 3 oder sind Also, ich kenne nur den Jakobi. Ich kenne auch diesen Nagos. Ja, den kenne ich auch. Da haben wir vielleicht Glück, wenn es um so. Der Jakobi Jugend weiß immer alles geht. Eigentlich, ne? Ja, ja. Der Jakobi, der ist. Komm, wir nehmen den Jakobi, oder? Und was ist mit dem? Ist das so einen, den es gar nicht gibt, oder was? Nee. Weil den habe ich das ist Materia. Du, die sind alle based. Das ist Materia verkleidet? Das ist Materia, ja. Als alter Ego. Nochmal. Also quasi Masimoto. Nee. Verkleidet, aber. Ja, genau. Okay, Jakobi, oder was? Ja, da mache ich das. Das ist der Crank. Ja. Okay. Alter Schwede. Kommst du auf den Button unten? Vom Spiel starten? Nee. Oh, Leute. Nee, komm ich hin. Boah. Kannst du aber A drücken sonst? Nee. Müssen wir vielleicht Plus oder so? Müssen wir alle irgendwas machen? Ich mach lieber nichts mehr. Hier ne? Kannst du dir deinen eigenen Charakter erstellen. Ich will das nicht. Sag mal. Ja. Kannst du fortsetzen direkt machen? Nee. Kommt ihr euch ja, jetzt. So. Okay, warte mal. Spiel 1 Max, Spiel 3 Leo, Spiel 2 Andreas, Jakobi. Ja, passt doch alles. Diese Kandidaten. Oh, okay. Los geht's jetzt weg. Ey, so, Maxi, du fängst an, ne? Funktioniert das denn nochmal? Anscheinend, ja. Okay. Nee, ist nicht erst so eine Runde, wer als erstes anfängt? Nee. Leute, es geht los. Tut mir leid, dass Stefan nicht dabei ist. Pommes? Ich hab Bock auf Alexander B. zu dem Pommes, Alter. So, das war aber ein sehr xenophobes Intro. Haben wir das so auf dem Schirm? Guck dir das ist die Zombie-Edition? Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das hat er sehr reingesprochen. Heute Abend, alles und das wird was heißen. Einen Jäger besiegen zu können. Jedes einzelne Mitglied, das wisst ihr ja, wird erst einmal zu mir kommen und in einer Schnellraterunde schon mal möglichst... Das ist so geil, man merkt überhaupt keinen Unterschied zur TV-Person. Ich finde das... Also, als jemand, der gerade Elex 2 spielt, muss ich sagen, ist nicht so viel Unterschied in Animationen. Und heute fangen wir mit dir an. Ich finde es geil, wie er die ganze Zeit tot. Alex, wir bräuchten nochmal deine Hände so. Ja, okay. Alex, vor allem Alex, der sieht null aus wie Alexander Bommes einfach. Die produzieren ja wie die Schweine. Ja, die machen das voll gern. Ja, das ist ja quasi eine Fabrik. Welcher katholische Heilige ist volkstümlich Petrus? Welcher Comic zieht schneller als mit dran? Du bist dran, du bist Maxi, ja. Mann. Mit ja, aber Tasten. Was? Aber ich sag dir ach so, okay, ja, okay. Ich habe noch genug Zeit. Nein, das sind einfach so. Fragen. Du wirst so schnell wie möglich, mach halt A. Ich muss das doch erstmal raffen. Womit beschäftigt sich die Heraldik hauptsächlich? Ja, das weiß man doch. Wappen, ja. River, Turn und Blind sind Poker. Begriffe, welches Kartenspiel. Also, ja, aber machen wir zusammen oder was? Ja, okay. Nee, weiß ich nicht. Nein, ich Alexander Klavs im März 2003. Ich bin wie dieses Meme gerade. Dieses Meme, dieser Typ, der so angespannt Anton ist. Anton Blöd als Schlagersänger-Karriere. Da bin ich jetzt wieder raus. Toni Marshall. Oh. Welches Kein Getränk Sinn. Kann man als Feldliner kaufen? Wie langsam er die Fragen spricht. Ja, da gibt er sich ein bisschen mehr Mühe leisten. Als der Nobelpreis der Künste gilt, Premium Imperiale verliehen. Oh, ja, bis mit 2000 Euro. Das ist okay. 2000 Euro sind sie nicht mehr. Ist gut, alles gut. Ist für mich. Die werden jetzt massiv viel Geld. Perfekt. Geil, das hat so eine gewisse so eine Geschwindigkeit. Ja. Das ist gut. Und gleich am Anfang gar nicht gerafft. Das ist ja ein Bumper. Was kommt jetzt noch bei der Bumper? Alle Farben des Universums. Warte mal, haben wir den? Das ist ein anderer. Stopp. Nein, die werden jetzt vorgestellt. Münster sei um ihn herum. Ach doch, das ist der Professor, ja. Und der Quizgott Sebastian Jakobi hat schon so viele Trophäen gesammelt, dass man ihn den das Lothar Matthäus der Quizwelt nennt. Sie stehen doch ihn gerade vor, sie haben schon angefangen, als der Alte noch da war. Ich würde mich über Herrn Jakobi am meisten freuen. Gleich wissen wir mehr. Es wäre geil, wenn ihr jetzt auch so geil raus. Ja, stimmt. Ja, machen Sie mal. Geil. Da hätte man auch so den alten Laufen Videospiel, die im Original das auch so? Ja, komplett genauso. Deshalb nämlich. Die haben die da gemotion-captured. Na krass, okay. Schönen guten Abend, Herr Jakobi. Ihnen auch einen guten Abend, Herr Bommes. Und natürlich den Kandidaten. Oh, das ist eine solide Anfangssumme. Geil. Sie, Herr Jakobi. Alter, das ist aber besser gemacht als bei einem anderen Ding. Danke, sehr bequem. Wir freuen uns auf Ihre Das Angebot. Ist halt öffentlich-rechtliche Im Qualität. Im unteren Bereich, wenn wir Folgendes anbieten wollen.
Wenn Sie auf Risiko setzen, können Sie die Teamkasse so vielleicht um folgende Zeig Summe mal aufstocken. Über 15.000. Nee, würde ich nicht machen, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Prinzip ist. Andreas, ich sehe nur drei Zahlen. Und ich habe das Gefühl, hier wäre ich safe, genau, hier gehe ich auf Risiko, ja, und genau, das ist safe. Mach doch die Mitte. Nein, 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 nicht Risiko. Safe. Okay. Du hast jetzt Risiko gemacht, ne? Eine gute Spaß. Okay. Es ist ein Spiel, Geist, Leute. Nee, und nein, ist mein privates Geld, das geht wahrscheinlich, ne? Doch, das kommt aus der Switch raus, dein Spiel. Eines der wichtigsten Zentren für die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Nagasaki, Saarbrücken, Jerusalem. Hier kommt deine Antwort. Ich bin gespannt, was richtig ist. Ich hätte anders an die Frage herangehen sollen. Stimmt, stimmt, ja, stimmt doch echt. Falsch, ich dachte, es geht um Geschwindigkeit, okay, einfach. Mal sehen, welche Wahl der Jäger getroffen hat. Max hat übrigens gesagt, vor der Sendung, er weiß alles. Ja, er ist richtig. Nee, ja, stimmt, ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Kannst du vielleicht nochmal die Wahl hochsetzen? Ja. Deswegen. Ich hoffe, die nächste Frage liegt dir. Ach so, der Was stand auf dem so, Zankapfel der griechischen Göttin Eris? Der schönsten, der schnellsten, der besten. Kommen wir zu deiner Antwort. Mal sehen, ob du recht hast. Hier ist die korrekte Antwort. Oh, ganz stark, stark, Maxi. Der wichtig, weiß alles. Die Antwort holt einen kleinen Vorsprung raus. Gut, ist wichtig. Wie hat der Jäger sich entschieden? Ach, das da ist das nicht ein Grinsen? Sein Grinsen ist, macht mich auch die krank aggressiv. Die Frage muss bei dir sitzen. Weiß der. Ich würde Bommes gerne nochmal sehen. Ah. Sehen wir uns die nächste Frage. Und sobald er mich hat, ist auch oder was? In der heutigen Stadt landeten die Pilgerväter 1620. New York City, Plymouth, Philadelphia. Kommen wir zu deiner Antwort. Ah. Was habt ihr? Aber ich glaube falsch. Die richtige Antwort auf diese Frage lautet? Wie, oder? Plymouth. Da brachte selbst das Ausschlussverfahren nichts. Oh, du machst es dir aber auch natürlich leicht. Ich hätte überlegt, wo Philadelphia ist. Scheiße. Aber in Philadelphia ist ja nicht so ein Museum oder sowas? Warum haben wir Jacobi genommen, ey? Der hat so ein Grinsen drauf, wo ich denke, Alter. Sag mal, jetzt kannst du dich zurücklehnen und musst gar nichts mehr machen, ne? Ja, ist auch geil, ne? Deswegen müssen sie in der nächsten Runde nicht so vorlegen. Wenn ein Zug einmal Fahrt aufgenommen hat, kriegt man ihn nur schwer gebremst. Hätte Was meint ihr, wie viel Mitspracherecht die bei den Dialogen hat? Dass so, er so gesagt hat, das sage ich nicht mit. Macht mal sowas mit einem Zug. Ich würde sagen, wenig bis gar kein Mitspracherecht, ehrlich gesagt. So wie die Performance. Okay. Wer ist jetzt dran? Achso. Leo? Würde ich nicht interessieren. Runde. Wollen wir anfangen? Oh. So, alrighty. Oh, shit. Viel Glück für die erste Runde. Du hast eine Minute Zeit. Ab jetzt. Ohne Stefan an meiner Seite. Er baute für sich, seine Familie und zahlreiche Tiere ein Schiff, um alle vor einer großen Flut zu bewahren. Es geht um Zeit auch, ne? Du kriegst die... Redensartlich welches Tier im Hals? Eine Frage, warum kriegst du das einfach? Odem ist ein alter poetischer Ausdruck für den... In welchem Musical beginnt der bekannteste Tanz mit einem Jump to the Left? Oh Gott, wie peinlich, das weiß ich natürlich nicht. Rocky Horror Show. Okay. In welchem Jahrzehnt starb Albert Einstein? Ja. BB ist das Autokennzeichen für? Na klar. Oh. Bahn, oder? Nee. Böblingen. Welcher weibliche US-amerikanische Megapopstar veröffentlichte 1983 den Song Holiday? Ah. Nee, Madonna. Boah, welcher sehr verbreitete deutsche Familienname entspricht dem polnischen Namen Kowalski? Schmidt. Okay. Gehst mit 2000 Euro aus. Okay. Da hast du dir doch eine solide Basis erarbeitet. Ja. Der Typ ist doch so gut. Ja. Der Jäger, ja. Achtung, Bumper zweimal. Aber das ist wirklich vom Sound her ist es ganz hier weird. Kommt der Jäger wieder. Hier das ist so lustig, dass der, warum bleibt wieder. Der nicht sitzen? Das macht mich auch beim Gucken so aggressiv. Weißt, ach so, das könnte ein anderer sein jetzt. Nee, nein. Der, ach, weil die das doch nicht mitkriegen sollen? Noch einmal oder? Schönen guten Abend. Doch, die sitzen ja alle dahinter an so einem langen Tisch. Hallo, Herr Nagosnik. Sie lächeln ja heute so freundlich. Wie der Wolf im Schafspelz. Was haben Sie unserem Kandidaten? Ey, das ist so geil. Unteren also, Bereich stelle ich mir so Gott. Vor. Wer auf Risiko gehen möchte, kann sich über diese Summe freuen. Boah, das muss ich eigentlich machen, aber... Nun mach doch. Dann ey, haben ist wir schon gar nichts. Dann haben wir halt gar nichts. Wir haben halt gar nichts. Nee, du musst was machen. Ich muss... Damit ich riskieren kann und nichts hole. Du hast dich entschieden, die Jagd beginnt. Hoffentlich kannst du mit der ersten Frage... Krass, schon das heißt, du musst fünf beantworten, er zwei oder was? Nee, wie ist er muss also, nee, mich, er muss drei, näher. Genau. Er will mich ja ein... Deutschtalbrücke, okay. Die weltgrößte Ziegelsteinbrücke. Boah, und die Frage in dem Spiel hasse ich auch. Sachsen. Dieses spezifische, ich weiß es nicht. Du hast dich entschieden, mal schauen. Enthüllen wir die richtige Antwort. Oh. Das habe ich neulich gelesen.
Die Antwort ist richtig. Ich mach mal mit Glück haben. Oder Wissenheit. Der Jäger antwortet folgendermaßen. Komm, Sachsen-Anhalt. Oh! Das war nicht mein Jakobi. Thema. Also ich will ja nicht behaupten, dass ich das gewusst hätte, aber von Ihnen hätte ich es schon erwartet. Geil. Götztalbrücke. Spannend, wie viele Vokale aufeinander. Bringt. Was nennen Segler Schwojen? Drehen um Anker, kippen auf Welle, driften bei Wände. Driften fände ich funny. Du hast dich für folgende Antwort entschieden. Wie wir gar nichts wissen. Drehen bei um Anker? Die richtige Antwort okay. Schwojen? Ein. Oh! Stark. Die Leo. Antwort stimmt und das Ende der Treppe rückt zweimal eine Stufe näher. Jetzt. Mal sehen, welche Wahl der Jäger getroffen hat. Komm, der hat keine Ahnung. Mit dem also. Thema hat er jemals daneben gelegen jetzt? Ja, das hätte mich auch gewundert, eben. Wenn sie es nicht okay. gewusst haben. Also, literally genau davor. Ich war gerade 5 Minuten einfach AFK. Nächste Frage bitte. Gegen wen gewann Muhammad Ali 1975 den Thriller in Manila? Ich hoffe... George Foreman, Joe Frazier, Eddie Fudge. Oh Gott, das ist so peinlich. Ich weiß es nicht. Bitte. Deine Antwort an. Ich weiß leider nicht. Schon? Keine Ahnung, der macht die richtige Antwort. Oder? Frazier, schauen oder? Wir nach. Ja? Ich habe einfach geraten. Ja. Leider daneben. Nee, mit der Antwort kommst du leider danke, nicht Charakter. Weiter. Da hat mich outgecallt. Solche Fragen mag ich. Ah, ich hatte geahnt, dass sie das wissen. Ach du Scheiße, ich werde. Ich würde gern mal bei so einem. Also, ich würde echt gern beim Making-of oder so. In welcher Stadt stand Anfang des 20. Jahrhunderts das erste reine Büroviertel Europas? Mailand, Hamburg, Amsterdam. Mon. Moment. Du hast dich für die richtige Antwort entschieden. Hamburg. Die richtige Hamburg. Antwort auf diese Frage lautet? Hamburg. Oh. Diese Themen liegen mir. Richtig, so kann das bleiben. Nicht schlecht. Hat der Jäger sich entschieden? Das ließ sich dank des Ausschlussverfahrens leicht beantworten. Ja, weil du dumm bist. Ja, war mir klar, dass Sie das wissen. Hast du den? Liebe den Typ. Hoffentlich weißt du die Antwort auf die nächste Frage. In welchem Hamburger so Stadtteil wurden früher Schiffstaue hergestellt? St. Pauli. Klar. Blanke muss ja eigentlich St. Pauli sein, ne? Wie hast du dich richtig entschieden? Achso, antworte welche ich Antwort schnell? Wäre denn richtig gewesen? Oh. Da musste ich ein wenig raten. Das sehr Hamburg-spezifische Fragen. Finde ich aber gut. Da haben wir noch dieses die lokale, regionale Kolorit. Ja. Genau. Finde ich sehr, sehr. Alter, Jakobi schon das wieder. Mich jetzt aber. Und da hast du ihn bei diesem Hamburg-Zurück. Sehr gut. Du hast ihn schön bei den Eiern gehabt. Ja, genau. Schleif ihn durch die Arena. Wo heißt die berühmteste und zugleich älteste Brücke der Stadt Neue Brücke? Madrid, Paris, Venedig? Mal sehen, wofür du dich entschieden hast. Ja, ich weiß wahrscheinlich. Welche Antwort wäre denn richtig gewesen? Ich weiß es nicht. Ah, kacke. Oh, ich habe die Frage falsch verstanden. Nee, nee stimmt nicht. Ich würde es gerne. Gib's doch einfach mal zu, ist doch nicht schlimm. Ja, das wissen sie natürlich, aber wir erwischen sie schon noch. Ja, die bekannteste Brücke von Paris ist natürlich der Pont Neuf. Ah, Gott! Und ja, sie heißt Neue Brücke, obwohl sie heute die älteste ist. Finde ich also cool, dass auf die Frage explizit reagiert. Überrascht mich sogar auch, ja, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ja. Einzigartig. Geil. Hier ist einzigartig. Die nächste Frage. Den Schauspieler Jack Black kennt man auch als Sänger der Band. Come on. So geht's. Das weiß er nicht, der Jakobi ist kein Mettler. Nee, Tischi die hört er nicht. Ist kein Mettler. Das ist deine Antwort. Klar. Ich bin gespannt, wie die richtige Antwort lautet. Kein Metalhead. Das, war das weiß er nicht. Das stimmt. Er tippt auf Fischer Zett. Und was? Hat er das jetzt gewusst oder nicht? Hatte schon bessere. Vielleicht hätte ich die Risikovariante nehmen sollen. Aber nein, das war schon okay. Sehr gut, Leo. So ey, nice. Du in der Schnellraterunde. Der Typ. Nein. Gehe hier ganz anders raus heute mit dem Typen. Bei dir wiederum im Wesentlichen so, wie ich es gedacht hatte. So. Oh, ja. Krass angekündigt. Aber mir ist warm, ey. Boah. Schwitzt. Oh Gott, ich weiß ist das, nicht, was ist das? Ist ey, ich mach jetzt wie Maxi 5 Minuten ausschalten. Also. Okay. Ey, der wusste ja, ich war wirklich kurz raus. Das ist das Musicals überhaupt heißt das Phantom der... Ich kann es nicht fassen, dass eure so einfach sind. Ich kann es nicht glauben. Nee, Scheiße. Okay. Fuck. Welche Prostituierte wird von der Spider-Murphy-Gang im Skandal im... Am 6. welches Monats im Jahr 1944 fand der D-Day statt? Das weiß er. Oh, weiß ich nicht. Sicher doch, oder? Welches Mitglied der Rolling Stones heißt mit zweitem Vornamen Philip? Oh, weiß ich nicht. Oh. Weiß ich wirklich Mick nicht. Jagger? Okay. Ein klassischer Ausspruch von Pity Platsch ist Nase. Was sagt ach du meine Nase, das internationale Symbol für Autovermietung. Zeigt ein Auto und einen... Okay, Hans Holbein der Jüngere war ein Maler welcher kunstgeschichtlichen... Weiß ich nicht.
Renaissance? Hatten wir doch gerade eben. Wenn jemand sehr glücklich ist, dann hängt redensartig für ihn der Himmel voll welcher Instrumente? Echt? Du gehst mit keine Ahnung, nicht schlecht. Was war da los? Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man auch viel schlechter abschneiden. Come on, Alter. Ich bin ganz zufrieden mit dieser Runde. Come on! Ja, cool, wenn man jetzt... nochmal! Wenn du jetzt auch durchkommst, dann sitzen wir zu zweit im Finale, das wäre wichtig. Hey, und ich bin einfach raus. Du bist raus. Die ganze Zeit. Du bist raus. Dann hau ich ab. Sorry. Wir brauchen noch dich noch bei Wer weiß denn sowas. Ja, stimmt, ja. Und ich habe noch gedacht, dass ich gut in so Quizdingern bin, ey. Noch einmal Hallo an Sie. Stimmt. Ja, stimmt halt echt. Eine solide Anfangssumme. Hallo, ja. Herr Kobi. Sitze ich gut da oben, oder? Man könnte die Polster die Stimme kenne ich irgendwo, aber ich will mich nicht beschweren. Das ist die von Jacobi. Nein, von ihm. Im unteren Bereich würde ich Ihnen Folgendes anbieten wollen. Minus 500. Den Mutigen könnte ich folgendes Angebot machen. Oh. So, was muss ich jetzt? Das Normale oder was hast du genommen? Ich habe das Normale genommen. Oder soll ich safe gehen, damit ich safe mit dir im Finale bin? Ändert das was? Naja, aber es ging, finde ich. 1400 Euro. Das Mittlere schon machen. Ja, das Mittlere ist schon, finde ich, gut. Mach's schon. Ja. Also ich bleib, wo ich sag dir so. Du hast völlig recht. Risiko lohnt sich. Nicht immer. Viel Glück, die Jagd beginnt. Ey, das war der erste Pilot. Emotionen und ja. So, alles dabei. Ich finde, Alexander Bommes hat hier echt einen guten Job. Ist der gute Service im Geheimbotschaften den Codenamen Halo, John F. Kennedy, weiß Johannes nicht. Paul II., ja, Mohammed Ali. Scheiße, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Noch eine Sekunde los. Antwort? Der Papst vielleicht? Keine Ahnung, was die offensichtlich ist. Antwort ist. Schauen wir nach. Ah. Mit der Frage hatte ich dachte Beyoncé. Richtig, du machst es super. Hier ist die Antwort des Jägers. Ja, das weiß der bin Jäger. Ich letztens noch gestolpert. Na, ich hatte so eine Ahnung, dass sie richtig liegen würden. Was? Der Bommes, der macht das super. Der, macht der fängt das echt gut eigentlich. Ja, auf jeden Fall richtig geil. Für den war das nicht nur ein Check. Die meisten Kinozuschauer in Deutschland hatte der Film Harry Potter und der Stein der Weisen. Feuerkelch, Orden des Phönix. Normalerweise geht's ja. Ich hätte gesagt, ja, ich würde aber sagen, ist das der letzte? Ist überhaupt nicht der letzte. Nee, ist nicht der letzte. Dass du dich richtig entschieden hast. Feuerkelch vielleicht, weil das so der Höhepunkt war. Nee, der war halb riesig. Ich dachte kurz, vielleicht Heiligtümer des Todes, dass alle nochmal in den letzten wollen. Ja, ja, ja. Ja, macht schon Sinn. Ich wusste es nicht, aber ein bisschen Glück gehört auch zum Quizzen. Erzähl doch nochmal was über Harry Potter oder so. Keine Ahnung, das wäre auch cool. Für jede Frage noch extra Informationen. Yeah. Haut schön. Hoffentlich weißt du die Antwort auf die nächste Frage. Ob es Updates die gibt New York und so. Ja, stimmt. Wie bei FIFA. So, dass du dich Dieter Hammer, das weiß ich leider nicht. Mary Champagne. Oder Lootboxen. Pay to win. Schau uns mal deine Antwort an. Was wäre die richtige Antwort nicht. Gewesen? Also, keine Ahnung. Schweigen gehabt. Nicht schlecht. War nicht leicht, oder? Also, noch kurz Antwort schweigen oder so. Ich würde sagen, du gewinnst am Ende noch auch mit Luck. Gerade habe ich nämlich das Gefühl, nein, das gezögert. Das gehört dazu. Separat, gehört dazu. Ja. Ein bisschen Glück gehört zum Quizzen ja dazu, sagt Herr Jacobi ja auch. Dann enthüllen wir mal die nächste Frage. Der weiß Frage. Es, der ist deutscher Meister im Quizzen. Was wurde in Deutschland 1919 eingeführt und 2017 abgeschafft? Salzsteuer, Branntweinmonopol, Milchquote. Da will ich jetzt die Fakten dahinter wissen. Ja, würde mich auch eine Salzsteuer? Nee. Milchquote, oder? Ob du mit deiner Antwort richtig liegst, erfahren wir jetzt. Ah, was? Ich war fuck, was? Sicher, wieso? Dass das stimmt. Na, schade, die gut, Antwort passte leider nicht zur Frage. Weiß er das ja bestimmt. Dann sehen wir uns mal die Antwort des Jägers an. Ja, aber ich will was dazu wissen. Das ging nur mit Raten. Ja, dass sie das wissen, war mir klar. Das hätten sie besser machen können. Passt einmal nicht. Oh shit, jetzt kommt nichts. Ich brauche da mehr Infos. Frage. Was ist Voodoo, Taufe, Teilwaschung, Teufelsaustreibung? Weiß ich nicht. Das ist ja, wird ja anders geschrieben dann. Ja. Ich bin gespannt, wofür du dich entschieden hast. Ich habe jetzt Teilwaschung genommen. Ja, hätte ich oder? Nach, wie du korrekte Antwort hast. Keinen Schimmer. Oh, nice. Hey, was geiler Typ. Geiler Typ. Mit der richtigen Antwort kommst du auf die letzte Stufe. Was sagt der Jäger? Wenn's. Oh, der weiß Depp. Der weiß es nicht, der ist nicht so schlau wie du. Ja. Nein, das ist schon besser als der Kobi. Bitte die nächste Frage. Wie sollte gemäß zahlreichen Motorhead-Fans ein neues Element im Periodensystem benannt werden? Lemmium, Kilmisteron, Motor Hedakius. Wie hast du dich richtig entschieden? Keine Lemmium, Ahnung, was die richtige Antwort hätte ist. Hätte ich auch gesagt. Schauen wir nach. Lemmium von Motorhead? Ja, geil. Sehr, sehr, sehr geil. Geil. Müssen wir jetzt im Finale rocken. Weißt du, wie es funktioniert? Und ist im Finale.
Ja, klar. Wir legen Zeit vor, ne? Wir haben zwei Minuten und da müssen wir jetzt ganz viele richtige beantworten. Und dann muss er uns quasi da auch wieder einfangen. Und wenn er was falsch hat, können wir es korrigieren. Ah ja. Ja. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft? Also angenommen, wir haben 18 oder so, dann kriegt er 18 Fragen. Aber müssen wir das eintippen? Gut, ich mich schlage. Weil das ist doch normal. Wo die, stimmt, wo im Hintergrund auch so die Zeit so und der genau. Ach so, stimmt, ja. Ja, ich bin gespannt, wie sie es gelöst haben. Spielerisch gar nicht so einfach. Gar nicht so leicht. Gar nicht. Respekt, sehr viele schon richtig gemacht. Respekt an die Entwickler. Jungs und Mädels, die ja ein so ein Spiel nach dem anderen rausballern. Ja, genau. Ich bin nur noch zu zweit, aber ich bin mir sicher, ihr werdet ein tolles Finale abliefern. So funny. Finalzeit bei Gefragt gejagt. Toller Abend. 4.500 Euro können wir uns teilen. An. Zwei Punkte okay, Vorsprung. Wie machen wir das? Sprechen wir uns ab? Seid ihr soweit? Das funktioniert nicht. Okay. Ich bin soweit. Ihr habt 2 Minuten Zeit, um möglichst viele Fragen richtig zu beantworten. Fucking stopp, die Uhr, sagt er immer, ne? Das einzige nach einem Geflügel benannte chinesische Tierkreiszeichen ist der? Weiß ich nicht. Hahn? Ja. In welcher amerikanischen Stadt steht der Willis Tower, ehemals Sears Tower? Chicago? Chicago, ja. Die beiden großen DDR-Automarken waren Trabant Bartburg. Und... Danke. Helft ihr euch jetzt gegenseitig? Nee, wir sind zusammen. 2010 nackt und schwanger auf dem Titelbild der deutschen Vogue zu sehen. Ich meine Giselle Bündchen. Deutsch? Ja. Giselle Bündchen? Ist nicht deutsch. Ich hätte fuck. Claudia Schiffer, oder? Ah, scheiße. 2010? Ja, fuck, okay. Meinung, sorry, das nicht. War und das Dalli-Dalli-Publikum Spitze. Rief. Okay, Gott. Wie viele Beine hat ein Skorpion? 6. Ja. 8? 8? Okay, fuck. Wer tritt in der Kochsendung Kitchen Impossible regelmäßig gegen andere Stars? Oh. In welchem Jahr wurde der Eiffelturm eröffnet? 1919, oder? Warte mal, oder 1909? Nee, 18 irgendwas, glaube ich. Was? 1899, Weltausstellung? 1899. Fuck. 1889 sogar, fuck. Wilhelm stellt dem Leser im 4. Streich den Lehrer Lempel vor. Boah, was ist das denn? Busch. Ja? Ja. Mhm. Kannst du auch drücken vielleicht? Ach so, ich weiß nicht, ich wollte nicht jetzt wieder... Operette Die lustige Witwe. Boah, das weiß ich nicht. Weiter, Strauß. Ach so, sorry. Kennt man nie gehört. In welcher Hansestadt spielt die Fernsehserie Morden im Norden? Oder weiß ich nicht. Lübeck. Nice. Welches Organ ist bei einer Enzephalitis entzündet? Oh, Mama. Lunge? Nee, Gehirn. Aus welcher Sprache stammt der Ratschlag Memento? Latein? Ja. Zehn Wissen ist super schlecht. Ist der Vater von Anna Becker. Das Kap Agulhas ist der südlichste Punkt auf dem Festland welches Kontinents? Afrika? Ja. Geil. Komm, eine welches noch. Welches Kleidungsstück kann einen Snapback-Verschluss? Nein! Das ist doch. Gut. Ein Musical mit Puppen heißt die 13,5. Leben. Ja, ich glaube, er war noch drin. Ey, Leute, das war echt gut. 14 ist nicht schlecht. Einmal noch. Ey, ich habe einmal zugeschaut, da hat einer das komplett gerockt. Der hatte 16, 17 Dinger oder so. Hat die Schule auch mit nach Hause gebracht. Hat Risiko gespielt und so. Richtig krass. Du hast schlecht. Ohne, wir hatten ja mal The Choice. Ja, genau. Ohne. Bin ich komplett raus, Alter. Das ist wirklich. Da mitzumachen, ist, glaube ich, die Hölle. Die Platsch habe ich nie geguckt. Kann nee? Ich, nee, ich weiß, es ist so ein Ostding. Herr Jacobi? Ich war so beim Sandmann. Wie nennt man einen diese Einspieler, diese Minigeschichten, da war ja auch immer Pitti Platsch und so. Bei mir lief das übelst viel. Nee, kenne ich auch nicht. Mann, krass, echt? Pitti Platsch. Na klar. Ach, guck mal, krass. Welche Kunstschule der Moderne feierte 2019 ihren 100. Geburtstag? Scheiße. Aus. Ja. Oh, geil. Ich dachte, stopp die Uhr. Wenn 100 Jahre. Ach so, wir können jetzt wissen. Geil. Wir haben die Antwort auf diese Frage. 100 Jahre nächstes Jahr. Ach so. Bauhaus. Oh, aber guck mal, die Antwort ist alles gemacht. Oh, Alter, das ist tricky. Wo ist der Merger? Je mehr wo ist der Fashion? Jeder aufholen muss, desto besser. Oh, Haus, wir sind noch alles? Nicht mit dem Finale durch. Die Zeit startet. 100 Jahre, Leute. Welcher DIN entspricht die klassische Postkarte mit 104 mal 148 mm? B, oder? Weiter. Nee. Dann stopp 6. Die Uhr. 6. Ja, 4 auf jeden Fall nicht. 6 oder sogar müssen wir aber wieder gucken, A5 geteilt. Dann ist es 6. A5 halb, ja, 6. Krank. Ja. Super. Ja, das ist nicht zu groß, stimmt. Aber noch ist die Zeit nicht abgelaufen. Es geht weiter. Wo trägt man ein Scrunchie? Im Haar. Haar. Im Haar. Schon wieder Dalli Dalli? 71 bis 86. Dalli Dalli. Auf welchem Kontinent lebt der kleine Kudu? Afrika. Der RBB besitzt Funk. Wie viel haben da? Ja, genau. Kann man da diese ganzen Soundbits rausnehmen? Welcher römisch-deutsche Kaiser hielt Richard Löwenherz fast ein Jahr lang gefangen? Heinrich der VI. Scheiße. An welchem goldenen Vogel bleibt man laut einem Grimm-Märchen bei Berührung kleben? Ganz. Ganz.
Jacobi, du Arschloch. Caron de schrieb die Komödie Der verrückte Tag oder Figaros? Weiß ich Hochzeit. Nicht. Fuck. Was über wir können nichts machen. 1953 live im Fernsehen in mehrere Krönung. Europäische Länder. Weiß er aber auch. Nächste Frage. War schon die Krönung, stopp die Uhr. Krönung die Elisabeth, aber warte. Ist ihr die richtige Antwort? Klar, Wechselt wieder. Y. Ihr konntet ihn um eine Frage zurücksetzen, das war wichtig. Das Finale ist noch nicht zu Ende. So, dann gibt's eins zurück. Ja, genau. Laubbaum genau, ne? Sieht man in Deutschland am häufigsten. Gott, Mann. Passe. Ich glaube, Linde ist sehr, sehr stopp viel die Uhr. Da. Die Antwort ist falsch. Ich bin gespannt, Buche ist auf die Kandidaten die Frage beantworten. Ich bin da raus. Als hätte ich eine Ahnung. Linde oder Buche? Was soll ich machen? Buche? Linde. Fuck! Schade, dass du es nicht gewusst hast. Machen wir weiter. Ein bisschen was haben wir noch auf der Danke, Uhr. Bommes, die Zeit startet jetzt. Mhm. Mit der Festnahme eines Gangsterbosses fängt die Polizei redensartig an. Come on. Hund. Fisch. Oh. Scheiße. Welcher amerikanische Musiker leistete ab 1958 seinen Militärdienst im deutschen Friedberg? Elvis Presley. Ja. Wie heißt die Meerenge, die Neuseeland in zwei Hauptinseln teilt? Warst du nicht da? Cookstraße. Neuseeland war Lars. Um welchen Körperteil trägt man Joker? Hals. Hals! You know me. In welchem Musical zeigen Vampire Choreografien und ihr Gesangstalent? Oh, come on. Aber das schafft ihr nicht. Warte, das ist echt, echt billig. Oder? 4.500 Euro, Alter. Ist nur ein Ticket raus aus der Scheiße. Kurkuma zusetzt. Keine Ahnung. Wissen wir das? Stopp, ist doch scheißegal. Die Antwort scheißegal. Ist hey. Was? Ich bin gespannt, ob gelb. Die Kandidaten die Frage spielen. Beantworten also würde ich sagen, können. Kurkuma ist gelb, ja. Okay. Ihr schickt den Jäger einen Schritt zurück. Weiter so. Das Finale ist noch nicht vorbei. Die Zeit läuft ab jetzt. In welchem Teil des Mittelmeers befinden sich die Kykladen? Das Team hat viele Chancen genutzt. Der Sieg ist verdient. Nicht schlecht, Leute. Wir haben ja Kobi geschlagen. Geil. Den größten Klugscheißer Deutschlands. Meine Kandidaten, das war eine starke Leistung. Leon und Andreas, so wünsche ich mir das. Ja, wir ist wirklich mal, ich muss nächstes Mal auf weniger Risiko gehen, würde ich sagen. Ja, du hattest auch am Anfang das. Das Lustige ist, du kriegst jetzt nicht. Nichts vom Preisgeld kriegst du. Das ist das Lustige daran. Boah, ich rufe jetzt an bei Bummes. Hey, Pommi, eine Sache wegen den 4-5K. Okay, gut. Aber was halten wir jetzt von dem Spiel? Können wir da irgendwie stark. Was... Starkes Spiel? Also im Vergleich vor allem. Im Vergleich zu Schlag den Star fand ich das jetzt echt, das hatte so eine gewisse Pace. Das liegt natürlich am Original auch. Ja, stimmt, ja. Aber ja. Ich finde das sehr gut. Es eignet sich auch irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Das andere zieht sich ja mit diesen Aktionsdingern. Ey. Oh. Naja, vor allem geht's auch gut so mit 1 gegen 1 gegen 1. Ne? Kann man gut zu dritt spielen. Das fiel mir jetzt auf. Ja, schon. Ja. Park der Jagd. Aber wir waren ja eigentlich zusammen im Team. Wir haben ja die Kohle im Team gewonnen. Ja, ich hätte gerne alleine gewonnen. Ja, gut, also wir spielen gleich noch Wer weiß denn sowas. Vorher würde ich sagen, aber einmal durchatmen. Und dann geht's ja gleich weiter mit Wer weiß denn sowas. Bis gleich. Willkommen zurück bei TV-Show-Redakteure Zocken. TV-Show. TV-Shows in einer TV-Show. Boom. Leo ist da, Maxi ist da. Und wir fragen uns ja ganz oft, naja, wer weiß denn eigentlich sowas? Boika und Elton sind wieder da und wir sind schon mitten im Studio. Also da werden wir offensichtlich ein bisschen behind the scenes genommen. Hier von dem Spiel. Oh, guck mal, ich bin sogar steuern. Geil. Oh, guck. Sehr, sehr ich finde es auch als Ingame-Setting, wie heißt das? UI, was auch immer, finde ich das ganz cool. Wenn du etwas am Setup ändern möchtest, bist du hier genau. Oh, hey, das ist ja richtig geil. Kann man in dem Spiel auch ein Praktikum machen? Willst du wechseln? Ja, genau. Das finde ich, ach guck mal, wurde schon erstellt, sehr gut. Oh, das, Alter. Also, danke nochmal an die Aufnahmeleitung, die das so cool erstellt hat. Das ist ja richtig originalgetreu. Richtig gut. Süß. Cool. Ja, guck mal, selbst der Bart getroffen. Ja. So dünn bin ich leider nicht mehr. Archiv, was ist hier? Willkommen. Vergangene Aufzeichnung. Tutorial. Okay. Statistiken witzig. Und Trophäen betrachten. Okay, cool. Na, dann gucken wir mal. Der Moment der Wahrheit. Für welches Team entscheidest du dich? Und Bernhard Hoeker sieht aber überraschend jung aus. Ich bin bei Hoeker. Und Elton, wie gesagt, sehr... Ach so, warte mal. Ja, einmal beide Schultertasten gleichzeitig drücken. Muss ich das auch nochmal machen? Ah, okay. Okay, was muss ich machen? Ach so, halt. Was bist du jetzt? Ja, okay. Jo. Hä? Muss ich auch noch? Achso. Warte mal, sind wir jetzt wieder zu zweit in einem Team oder was? Muss ich auch naja, man muss auf eine Seite gehen. Ach so. Dann sind wir wieder zusammen oder was? Nee, spielen wir wieder zusammen. Können überhaupt drei Leute spielen, mal ganz kurz?
Ja, da bin ich. Ja. Ach so, okay. Cool. Ach so, das heißt, einer hat einen hohen Treffer. Cool. Warte mal, nicht, dass Maxi wieder alleine spielt. Nee, Maxi muss nicht. Spielen wir jetzt zusammen? Ja, ich kann auch rüber. Ich kann auch mit Maxi spielen. Ja, mir ist egal. Ich bin dumm, ey. Na gut. Okay, I try. Let's go. Hab ich einen Joker an? Ja, hast du, ja. Okay, gut. Den massivsten, den man sich vorstellen kann eigentlich auch. Ach so. Gut. Cool. Jo, ey. Elton, wie gesagt, da auch anders nochmal dargestellt als im anderen Spiel. Generalprobe für der Show, ich würde sagen nein, oder? Doch, sonst wisst ihr wieder nicht Bescheid, wie es geht. Wieder nicht Bescheid. Ja, stimmt, und dann sitzt du wieder da. Ja, und ja, okay, da hab ich keinen Bock drauf. Ey, Leute, ja. Ich weiß die Antwort. Ja, ja, ich setz gleich ein. Ja, ja, dann muss irgendwie. Ja, ne? Leo ist Spieler 1. Ach, tatsächlich. Wie siehst du mal? Kommt das denn? Mann. Ist Kai Pflaume auch da? Hat Kai Pflaume das alles eingesprochen? Den haben wir noch gar nicht gesehen. Der wird bei der Generalprobe gar nicht auftauchen, schätze ich. Nee, ich glaube nicht, dass er da auftaucht, auf keinen Fall. Oh, der kommt so kurz vorher rein, so würde ich ihn einschätzen. Kommt so kurz vorher rein. Wie ist die Mucke schon wieder? Willkommen zur Generalprobe. Wir sind bald auf Sendung, also lasst uns direkt... Ist das auch ich? Das ist Gregor. Ich gehe nun Gregor als Aufnahmeleiter. Abschnitte der Show durch. Wenn ihr etwas schon kennt, dann lasst es mich wissen. Wir wechseln dann direkt zum nächsten Abschnitt. Um das Ganze etwas abzukürzen, startet ihr bereits mit etwas Geld auf eurem Konto. Das Publikum hat sich auf beide Teams verteilt. Besser ihr euch von Show zu Show schlagt, desto mehr Zuschauer unterstützen euch. Heute ist die Verteilung sehr ausgeglichen. Also fängt Team Elton. Die Leute im Hintergrund sehen geil aus. Haben alle Chucks an. Auch. In jeder Show gibt es Fragen zu 12 verschiedenen Kategorien. Wer ist da wer? Wie ihr seht, wurden die meisten schon beantwortet. Einige richtig, andere falsch. Okay. Wählt nun eine der verbliebenen Kategorien aus und schlagt sie eurem Also haben die quasi das Nerd-Quiz kopiert und... Meistens kann nur ein Spieler agieren. Für die Elton und Holger angepasst. Jeder möglichen Aktion ist eine Taste zugeordnet. Die Tastenbelegung wird immer angezeigt. Meist rechts oben. Und du hast jetzt ein Thema ausgewählt, oder was? Noch gar nicht. Die Auswahl einer Kategorie muss ein weiteres Mal brisant. Okay. Dies nenne ein Wort. Beispielfrage der gewählten Kategorie. Fährt gerne Motorrad. Ah. Was heißt das? Habt ihr pausiert? Nö. Nö. Koch und Moderator Horst Lichter war früher Bodybuilder. Nee. Hat zu Hause keine Küche, trägt seinen gezwirbelten Bart seit dem 16. Lebensjahr. Das wäre mächtig, glaube ich aber nicht. Wählt eine Antwortmöglichkeit über die neben ihr stehende Taste aus. Darf ich auch? Die Auswahl einer Antwort muss ein weiteres Mal. Ich muss erstmal den Modus von der Show checken. Deswegen machen wir ein Tutorial. Deswegen machen wir eine Generalprobe, damit wir überhaupt raffen, was geht. Aber ich weiß es nicht. Ich muss einloggen oder so. Oder? Ist schon. Nee, schauen wir mal, ob ihr richtig geantwortet habt. So, doppelt X'en. Okay. Normalerweise folgt was sind nein, kommt jetzt ein Film? Video, ah ja, stimmt, da kommt ein Einspieler. Erklärt. Wir springen allerdings direkt zur Auflösung. Na. Normalerweise. Jetzt. Krass, okay. Ich hätte echt eher B gedacht. Diese Art von Publikum habe ich mir früher bei FIFA immer gewünscht, wo man richtig sieht, individuell einzeln gemachte Charaktere. Und nicht so eine Schattengesichter. So so eine, ja. Aber es gibt nur zwei Charaktermodelle. Wenn ein Team eine Frage beantwortet hat, ist das andere an der Reihe. Okay, gut. Ja, okay. Aber verstanden, du kannst auch bestimmt auf... Habt ihr leider keine... Ah, okay. Plus drücken oder so, ja. Show unter... Genau. Ah. Wahlmöglichkeit. Okay, let's fucking go. Okay, Leo. Jetzt will ich da aber Kai Pflaume sehen. Und ich will, dass er irgendwie flippig ist. Ich will, dass er gut drauf ist. Ich will, dass aber vorher der Aufnahme leider reinkommt und noch das Publikum so anheizt. Anheizt. Das weg. Oder auch sowas wie Kai verspätet sich leider. Genau. Ist noch irgendwie bei Knossi im Stream oder so. Genau. Müssen wir jetzt nochmal neu machen. Ups, tut mir leid. Ja, wow. Macht ihr immer zusammen. Ich hau euch beide weg. Das ist meine Aufgabe als direkter Vorgesetzter. Du gehst jetzt. Warum bist du jetzt doch bei mir? Du kannst mich gerne im Stich lassen. Also, nee, mach das auch. Du jetzt gar nicht machen. Am Start. Du hast noch 3 Sekunden. Ich? Oh, ey. Komm, mach. L. Du bist nicht da. Ach so. Ich hab gerne unsere Schuld. Das haben wir im Tutorial nicht geprobt. Okay, ja, genau. Wollte gerade sagen. Hätte man vorher auch mal gucken können, wie das steht. Okay. Was ist euer Lieblings-Elton-T-Shirt? Das mit dem Toast drauf? Ja, meins ist mit Putzelei auf jeden Fall. Finde ich lustig. Ich glaube, ich habe keinen Favoriten, aber ich fand den gerade mit dem Panda fand ich ganz geil. Ah, da ist Kai. Ja, ist ein bisschen, ja, also einige Parallelen zu Flo und Team, ne? Auch neben einem blonden, genialen Komiker.
Wann läuft, wer weiß denn sowas normalerweise? Ich habe das noch jeden Tag geguckt. Jeden Tag? Ich jeden Tag. Ja, ja, schon, aber wann? 18 Uhr irgendwas, ja. Hast du es mal geguckt, Leo, überhaupt? Ja, ich bin so drüber gesappt. Oh Gott, okay. Come on, Alter. Wussten Sie, meine Damen und Herren, geil, dass aber Kai Pflaume macht das auch. Sich nicht rückwärts sogar bewegen der. Können? Ja, das wussten kannst du nicht machen. Oh. Klar kannst du. Wie, so, wie das aussieht, kannst du doch irgendwie nehmen, der ihn nachmacht. Wir haben zwei wunderbare Teams. Wir schauen mal, dann müssen Martin Fischer, der ihn imitiert einfach. Oder so. Die Fans auf die Barrikaden. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Ich bin froh um die Frisur. Ey, die Downloadzahlen, kann man die nachschauen bei dem Spiel im Store oder so? Oder die? Kann man, ja. Alles. Und das Team Elton. Put some respect on my name. Wir haben jetzt vier Fragen da, für jede richtige Antwort. Zwei, glaube ich, ja. Euro. Nee, nur einen. Und links. Beide Teams steht hier. Heute wieder einen Publikumsjoker. Ist hier ist die Wand. Die 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Ja, mir fehlen die Bumper jetzt schon. Das Fragezeichen. Musik, Wunder der Natur, Essen und Trinken. Im Labor, Sonne, Mond und Sterne. Das ist jetzt aber aus anderen Folgen. Da merkt man auch, dass jede Sprachaufnahme einzeln ist. Genau, ja. Damals. Dieses Grinsen ist so geil. Es wäre auch nice, wenn Kai Pflaume das mal irgendwie spielen würde. Auf seinem ja. YouTube-Kanal oder so. Und dann so und dann nochmal drauf reacted. Ja, genau. Das wäre geil. Habe ich nie gesagt. Habe ich ganz anders gesagt. Dann gucken wir uns das wieder an. Ja. Okay, wer ist dran? Ja, ich, Mann. Scheiße, clever, okay. Tierisch ist immer schwer, ey. Tierisch. Weiß nicht, was uns so clever erwartet. Ist das nicht dieser Track? Was hilft gegen Flecken im Seidenschal? In Zitrone, okay, sauber. Entschuldigung, Kai, das weiß ich nicht. Ich habe keinen Seidenschal. Oder C in Spiritus. Von was für einer Zielgruppe gehen die aus? Also, liebe FDP-Wähler, in Zitronenlimonade gelöstes Lakritz. Ich tue es gerade mal so, als würde ich keine Seidenschals tragen. Geschwenkte Apfelscheiben. In Spiritus. Spiritus hat doch immer so eine Spaghettiwasser, geschwenkte Apfelscheiben finde ich todesfunny. Aber hat Apfel die Säure da irgendwie was drin? aber Spaghettiwasser, wieso soll es sein? Also Lakritz und Zitronenlimonade ist offensichtlich Schwachsinn. Also Salz ist ja bei Rotwein, aber Spiritus, da gibt man doch nicht an Seidenschal rein. Vielleicht also, Stärke und Apfel? Ich weißt du, Stärke und irgendwie... Als ich die sagen, Wunder des Spiritus entdeckt habe, dass der wirklich ja alles sauber macht. Ich würde sagen Zitronenlimonade. Echt? Nicht immer nein, so Lakritz. Was macht denn Lakritz? Ja, Lakritz weiß ich auch nicht. Mach's nicht. Gar nichts. Ich könnte natürlich auch direkt das Publikum fragen. Mache ich auch eine mal. Eine sehr schöne Frage fürs Publikum. Gucken, ob da jemand geil. Ich finde Spiritus ziemlich so, geil. Wer damit kannst du echt alles wegmachen. Antwort zu kennen. Ja, stehen Sie ganz riecht kurz auch auf. Einmal. Lustig. Ja, allein um zu sehen, was so, da jetzt kommt. Wer soll es beantworten? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Das ist ja wie bei Wer wird Millionär? Wusste ich auch nicht. Und Sie den glauben, da, den jungen Spund, als ob der in seinen Schaden sitzt. Danke, ja. Eine Frau. Ist das? Ach so. Es kann eigentlich nur Antwort C sein. Das hat Spiritus. Mir mal jemand erzählt. In Spiritus okay, gerühltes Salz. Achso, ich muss das ja einloggen. Stimmt das ja. Wir ziemlich lösen es auf, gemacht. Es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Geil, Alter. Ach ja. Ein no way. Guck mal. Die haben einen Spieler. Die Lösung Salz und Spiritus. Geil. Dank des Ethanols das ist richtig löst geil. Spiritus das ist wie bei Command & Conquer früher. Salz enthält Natrium und viel Rieselhilfe Kalk. Cool. Die kleinen Kalkkristalle zersetzen die okay. Farbstoffteilchen der Flecken. Ey, das ist ja mega geil. Lauwarmen Wasser auswaschen und der Fleck ist tatsächlich ich sollte ist das genauso da? Ja, ja, ja. Oh. Ja, ja. So, ja, gut, dann haben sie sehr, sehr gut. Und das haben sie... Das haben sie den anderen Spielen voraus, dass sie so richtig geil Einspieler ja. noch haben. Genau. Ja, die haben sie ja nicht extra produziert, sondern die werden ja Fragen genommen haben aus der Sendung. Weißt du? Ja. War gut. Oder hast du ja. ein Kamerateam erwischt, das gesagt hat, Entschuldigung, wir drehen hier für, wer weiß denn sowas, das aber Spiel. Aber das Spiel, was wollen Spiel? Wir spielen? Ja, ja. Welche Kategorie? Worauf hast du Bock, Maxi? Also, wo bist denn du gut? Du sagst ja, du kannst alles. Nee, möchte das komplett aus der Welt schaffen, dieses Gerücht. Und deswegen, ja. Also Sonne, Mond und Sterne, sehr schlecht. Damals ist zu breit, finde ich. Ja. Musik auch übelst breit, ey. Und die Sachen, wo ich mir nichts drunter vorstellen kann, total genial. Also Essen und Trinken bin ich scheiße, safe. Da wäre ich, glaube ich, ganz okay. Ja? Das stimmt, da ist er gut. Okay, oder stimmt, was ja. heißt, wie ticken wir? Jetzt nehmt halt okay. eine Kategorie, Herrgott. Wir müssen alle spielen. Wie ticken wir? Dann immer, wie ticken wir? Komm, scheiß drauf. Okay. A? Nochmal, glaube ich. A.
Ich kann es vorschlagen und dann ein. Ja, das verstehe ich auch. Das finde ich aber nett. Ungesundem Essen reduzieren will, sollte A. vor einem Spiegel essen, B. beim Essen immer einen Hut tragen, okay, oder C. während des Essens klassische Musik hören. Also, es gibt Bahnhöfe, ja, da spielen sie klassische Musik, damit die Leute sich verpissen. In Leipzig zum Beispiel. Echt? Das ist auch ein sehr schöner Bahnhof. Nee. Ist ein sehr schöner Bahnhof. Nee. Die wollen die Leute weghaben. Nein, das dachte ich und habe das im Podcast Lars erzählt und er hat mich dafür ausgelacht. Ich dachte auch, um die Obdachlosen zu vertreiben. Ja, ist weil so. Die hassen ja Bach und Heiden. Aber es haben wir auch schon gefragt, ob das so der Rücken ist. Ja, ich habe das nämlich auch. Es ist, glaube ich, nur, um Leute zu deeskalieren. Weil man denkt, wenn sie ruhig klassische Musik hören, prügeln sie sich. Könnte aber auch Stadtmarketing sein. Ja, wir sind die Stadt, wo viele, was weiß ich, Komponisten herkommen oder sowas. Ich glaube, das ist cool. Wir sind so schlau. Ja. Ja. Ich glaube, es ist so ein Urban Ding, weil das wäre ja gegenüber allen zurzeit temporär Heimatlosen, die mögen ja vielleicht trotzdem ganz gerne noch sagen. Ist mal, eigentlich unfair, davon auszugehen, dass die, vielleicht sammeln sich die ja auch an. Ja. Genau. Aber ich klassische Musik. Ja. Nee, klassische Musik, weil man vielleicht langsamer isst oder so. Wer seinen Konsum von ungesundem Essen reduzieren will, sollte, wäre könnt das. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ja, hey, ja, sorry, Kai, Alter. Ganz ruhig, ganz bitte. Ach, ich bin ja auch. Ich muss das jetzt machen. Na, ihr beide seid ein Team. Also ich sag A, vor einem Spiegel essen. Wenn man mit sich selber so konfrontiert. Kann doch alles, ne? Das kann doch alles klappen. Ja, im Prinzip finde ich die Frage scheiße, weil. Ja, schon, das ist irgendwie so unspezifisch. Es ist so subjektiv einfach. Ja, ja, genau. Ja. Vielleicht funktioniert also bei mir klassische Musik. Genau. Bei mir wird es nämlich nicht funktionieren. Ja, aber vorm Spiegel macht auf jeden Fall Sinn, man ist mit sich selbst konfrontiert, wie man das macht. Genau. So. Und weil, weißt du, wenn ich klassische Musik höre beim Essen, bei ungesundem Essen, weiß ich, ah, aber ich tue ja gerade was für meinen Kopf und für meinen. Ja. Für meine Kultiviertheit. Also ich sage. Ja, dann machen wir Spiegel, ja, komm. Spiegel? Hau rein. Okay, komm. Oder ja, muss ich das jetzt machen? Ja, du anscheinend, ja. Und nochmal, ne? Ja, ein da. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Ich hoffe, einen geilen Einspieler. Forscher der University of Central Florida finden heraus, wenn wir uns selbst beim Verzehr von ungesunder Nahrung sehen, greifen wir lieber zu Obst. Der Grund? Wir bekommen ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns dabei beobachten, wie wir etwas Falsches tun. Oh Leute, ganz tust. Kurz, jetzt habe ich übelst Bock auf den Burger. Nee, der sieht nicht gut aus. Nee, nicht auf den, aber generell. Und uns dafür verantwortlich fühlen. Cool, der Bock also auf den Kalender. Diese Wohnung. Diese Wohnung. Oh Gott. Wir sind komplett synchronisiert, hast du gesehen? Ja, ja. Ey, also nochmal, wer auch immer mir den Charakter gemacht hat, vielen Dank. Wirklich akkurat auch. Ja, das war gar nicht Essen und Trinken? Nee, was war, nee. Wie ticken wir? Das war Psychologie. Unser Körper. Ich finde, unser Körper war nicht so verkehrt. Okay. Jemand schreibt, das würde mich null stören, mich im Spiegel zu sehen beim Burger essen oder so. Mengen stimmt auch. Würde mich auch null stören. Ja, dann bist du eins mit dir selber vielleicht. A, transportiert. Ja. Na, ich akzeptiere, dass ich esse jetzt gerade Trash. Den Aufbau okay. des Bindegewebes oder C, ja, bist eh ein gesunder kann typ. Bis zu zwei Jahre im Körper gespeichert typ. Werden. Das sind große Mengen in tierischen Produkten, enthalten Vitamin A. Oh. Wo ist das drin? In Karotten und so, ne? Vitamin naja, wir helfen Eisen dir jetzt halt auch nicht, ne? Nee. Alles weil ich weiß es ganz klar. Unterstützt den Aufbau des Bindegewebes. Man sagt immer, man kann da besser gucken. Kann bis zu zwei Jahre im Körper gespeichert werden. Vitamin A wird so lange im Körper gespeichert. Tierisches kann ja bloß, ich versuch's einfach mal mit A. Transportiert Eisen ins Blut. Es kann nur A sein. Sagt jetzt Elton. Ach, das ist ja geil. Ist doch Blödsinn. Warte, hä? Ach so. Komm, in dem A. Hä? Der manipuliert dich ja, hin, am besten zur falschen kann Antwort. Ja. Wie Stefan. Über die Nahrung gelangen 13 verschiedene Vitamine cool. in den Körper. Viele sind wasserlöslich und werden im dünnen Darm direkt in den Blutkreislauf befördert. Während sie keinen festen Lagerplatz haben, ist das bei fettlöslichen Vitaminen anders. Dazu zählt das für das Sehen sowie Haut- und Knochenbildung wichtige Vitamin A. Dieses lagert sich in der Leber ab. Je nach Bedarf kann der Körper hier darauf zugreifen, denn Vitamin A kann bis zu zwei Jahre gespeichert werden. Wusstet ihr? Nee. Krass, okay. So, es bleibt bei 500 Euro. Die Enttäuschung ist massiv bei euch. Aber fand ich gerade spannend. Ich dachte nämlich, dass Elton geil, dass er sich dann er hat auf die Kategorie reagiert, ja. dass das suggeriert hat, dass er da was weiß. Aha. Und dann hat er ja gesagt, das ist doch Blödsinn, aber er wusste es trotzdem nicht. Ach, du darfst wieder machen, Maxi. Ich bin echt nur quasi der, der sich jetzt mal zurücklehnt. Ja, aber Leo, ja? wir Kannst arbeiten zusammen, ja? Ja, ja. Was ist Fragezeichen? Wusste ich nicht. Ist das einfach eine random Kategorie, ja? Ja. Überraschung. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Keine Überraschung. Da habe ich gar keinen Bock genial. Drauf. Oder tierisch. Magst du Tiere? Ich mag Tiere.
Bist du gut mit Tieren, ja? Das macht halt. Ich bin ein Tierfan. Aber du ich halt Sonne gar nicht. Sterne, ne? Ja, okay. Ich bin eher so ein Sonne, Mond und Sterne-Typ. Ich bin so ein Sternzeichen-Typ. Wenn du mir sagst, was ein Sternzeichen du bist, dann sag ich dir komplett, was für ein Mensch du bist. Nee, natürlich gar nicht. Ich, Musik? Musik, ist das ein Kompromiss? Ja. Vorhin haben wir die ganze Zeit Linkin Park gesungen. Und wenn jetzt was mit Linkin Park kommt. Wäre geil, ja. In The End it doesn't even matter, glaube ich, was ihr nehmt. Ja. Aber nehmt halt was jetzt. We've gone so far. Do it! Nochmal. Nochmal. Krass. Okay. Der Eurovision Song Contest von 1974 durfte in Italien erst 5 Wochen nach der Aufzeichnung ausgestrahlt werden, weil A. der Tag auf einen hohen Kirchenfeiertag fiel, B. das italienische Fernsehen in Generalstreik ging oder C. erst ein neues Scheidungsrecht verabschiedet werden sollte. Alter, es macht doch nur B Sinn. Naja, was heißt, was macht Sinn? Ich weiß ja nicht, wie die Show funktioniert, aber C könnte einen natürlich so, hey, was hat es damit zu tun? Aber es hat doch was damit zu tun, weil irgendwer, der da war, den hat es betroffen, weißt du, irgendwie sowas. Also, dass es so rumgesponnen ist. Warum sollte 5 Wochen später, aber, also, das Scheidungsrecht, erst ein neues Scheidungsrecht fahren? Ja, wobei, mussten die sich konzentrieren dabei, oder was? Ich wollte nur sagen, C muss ja nicht kompletter Schwachsinn sein. Nee, weil A ist aber kompletter Schwachsinn, oder? A ist, würde ich sagen, kompletter Schwachsinn. Durfte in Italien das so? Also, weil wenn da der Sonntag super heilig ist oder so, weil da irgendwas war, dann kannst du es auch am Montag ausstrahlen, wenn du Bock hast. Wobei eigentlich, wenn man es so überlegt, so richtig krass gravierend wäre doch wirklich eigentlich nur, wie du von Anfang an gesagt hast, wenn das ganze Fernsehen in Streik geht. Alter. Ja, Kai, ey. Kai ist mit Abstand der unangenehmste Moderator. Der ist wie der Stress hier, ey. Ich sag eben der Streik, aber du hast den Controller mit dem Auswahl. Nee, lass Streik nehmen, finde ich auch gut. Macht auf jeden aber Fall das ist mal. Irgendwie eine blöde Musikfrage, finde ich irgendwie schade, aber gut. Finde ich auch sehr, sehr schade. Ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendwas und mit. Ich kann nichts machen, weil du klicken musst. Achso. Ah, da steht auch Leo. Ja. Oder wir fragen das Publikum, Leo. Achso. Nein, sollen wir das Publikum fragen? Ich mach doch A. Ich hasse das Publikum, mach. Achso, du musst doppelt. Ach. Ihr entscheidet euch für B. Hier ist die Lösung. Das ist wirklich jedes Mal ein Spieler. Am 6. April 1974 sang Gigliola Cinquetti den italienischen Beitrag Sea beim Eurovision Song Contest in Brighton. Ja, aber weil die sich alle verliebt haben, oder was? Aber? Im italienischen Fernsehen wurde der Wettbewerb an diesem Tag aber nicht ausgestrahlt. Dazu kam es erst am Abend des 12. Mai. Denn an diesem Tag fand ein Referendum über das Scheidungsrecht statt. Der Balladentitel, so befürchteten Politiker, hätte die Abstimmung durch die vielen Sees, also Ja's, beeinflussen können. Aber wer weiß denn sowas? Der Soundeffekt war aus Super Smash Brothers. Wie geht's weiter? Ey, aber krass, krass. Fand ich einen coolen Funfact auf jeden Fall. Finde ich auch sehr gut. Hab ihn aber direkt wieder vergessen. Die Längeneinheit Yard wurde in Großbritannien im Jahr 1101 das erste Mal festgelegt als A. Standardbreite englischer Burgzinnen, B. Klingenlänge des Kurzhandschwertes der königlichen Ritter oder C. der Abstand zwischen Nasenspitze und Daumenspitze von Heinrich I. Funny. Das ist eine richtig coole Frage. Ein Yard ist doch... Sind das nicht so 20, 30 Andreas, Meter? In erster Linie finde ich es blöd, dass die ganzen Fragen quasi uns von Kneipenquiz quasi weggenommen werden. Ja, sowas würde ich nicht fragen. Sowas würdest du nicht fragen? Nee, ich würde fragen, wie lang ist ein Yard? okay. Warte mal, was ist die Standardbreite englischer Burgzinnen? Ist ein Yard nicht so 20, 30 Zentimeter? Achso, ja gut, Klingenlänge ist Kurzhandschwert, das kann ja alles hinkommen. Klingenlänge des Kurzhandschwerts der königlichen Ritter. Die königliche Jade, sagt man ja. Stand Yard, Breite englischer Burgzinn. Das ist mir ein bisschen zu doof. C wiederum, sie haben immer so eine Antwort, die ist klingt so schwachsinnig, dass sie ausgeschlossen scheint. Das wäre jetzt C Yard. Wieder. Ja, aber dann hätte das nach sich benannt irgendwie. Stimmt, ja. Also A oder B, Klingenlänge des Kurzschwandherz. B klingt für mich schon sehr gut. Ja, aber klingt so ein bisschen wie das redaktionell ausgedacht, oder? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Standardbreite. Der hat uns gerade eben schon in die Scheiße geritten. Wobei Burgzinnen, musst du dir vorstellen, die werden ja so eingegossen und das hat etwas, also, was ständig produziert wird. Ne? Das ist ein immer gleicher Prozess, ne? Krank. Wir nehmen A. Krank. A ist eingeloggt.
Wir schauen. 1101. Wirklich. Wir sehen jetzt ein Schwert, dann bin ich schon raus. Ein Yard misst heute in etwa 0,9144 Meter. Doch so viel Shit. Ja, in Ländern, in denen sich das metrische System nicht durchgesetzt hat, wie in den USA, ist das Yard auch heute noch eine relevante Längeneinheit. Beim American Football zum Beispiel wird das Spielfeld in Abschnitte zu je 10 Yard eingeteilt. Na doch. Seinen Ursprung hat die Einheit in Großbritannien. Ich denke auch direkt an Football, König Heinrich I. legte im Jahr 1101 fest, dass ein Yard so lang sein soll, wie der Abstand zwischen seiner Nasenspitze und seiner Daumenspitze bei ausgestrecktem Arm. Ja, man darf diese schwachsinnigen Fragen nicht ignorieren. Die Antwort ist das ist arschlustig. Ich fand es aber gut, dass du gesagt hast, kann nicht sein, weil das wurde ja nach ihm benannt. Ja. Hing gerade massiv das Spiel. Was ja, das ist schade. Ihr seid dran. Leo? Okay, so, ich mach jetzt. Mach tierisch. Nee, mach tierisch. Da weiß man kommt eh wieder irgendwas anderes. Ja, stimmt. Eurovision Song Contest. Der zoologische Name A des Brillenbären ist Aha. B der Brillenschlange ist Naja. Oder C des Brillenpinguins ist Oja. Okay. Das wäre eine kleine Quizfrage. Ja, auf jeden Fall. Das ist cool. Also, C würde ich ausschließen. Ja. Es sind doch immer lateinische Namen, oder nicht? Ja, genau. Ist der zoologische Name nicht dieser lateinische Name für ein Tier? Schon, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Ja, und dann hätte ich doch gesagt... Aha. Mhm. Ist ja. Halt so basic. Mhm. Es sind zwei Buchstaben. Ja. Was heißt das? Klingt für mich am ehesten noch, dass es Latein sein könnte, weißt du? Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass Bär auf Latein Urs heißt. Stimmt. Ja. Stimmt, ja. Ich hatte auch Latein. Ich weiß nicht, das bringt uns gar nichts. Ich hätte auch Latein und deswegen würde ich sagen, richtig. Gibt es überhaupt einen Brillenbär? Das wäre jetzt nämlich noch meine Frage gewesen. Ob es den überhaupt gibt? Ja klar. Echt? Habe ich noch nie von gehört. Aber dann ich wollen glaube, wir aha machen. Ich glaube, das Fell hat hier dann so eine andere Farbe oder irgendwie so. Panda oder was? Ja, okay. Stimmt. Die verarschen uns komplett. Nehmen wir aha. War, ist könnt auch das, was, wo ich am besten finde. Ich Kai, muss halt Kai Maul. Jetzt an der Stelle ignorieren. Sorry, ja. Kai, ganz ehrlich. Du weißt ja gar nicht, worum es geht hier. Also, geht Brillenbär. Ich will halt nicht der Typ sein, der jetzt sagt, wir machen jetzt das und dann ist es falsch, ne? Von dem her. Du willst das Publikum fragen, ich merke schon, du willst das Publikum fragen. Fragen wir einfach mal das Publikum und dann scheißen wir auf die Antwort, was sie vorstellen. Ich drück wie ein Blöder, es geht nicht. Nee, ihr könnt nicht drauf scheißen, ihr müsst es dann nehmen, was die sagen. Ich muss machen. Okay. Wir fragen das Publikum. Wer glaubt es zu wissen? Wer es glaubt zu wissen, steht mal bitte kurz aus. Können viele. Auch mehrere sagen. Rezo! Rezo steht auf. Wollt ihr denn? Also ich glaube, es gibt doch. Rezo steht nicht auf. Eins der drei Tiere, oder? Nee? Komm, nimm ach, den der mit der Katze. Ach so, ich kann die mit auswählen. Mit dem Scheinwerfer, genau. Mit dem Katzending da. Nee, Leo wahrscheinlich, so. Weil er drückt gerade, ne? Ja. Nimm Rezo. Ach so, der hat gar keine blauen Haare. Du glaubst, das ist die richtige Antwort zu wissen? Ich denke ja. Ich glaube, Antwort B ist richtig. Nee. Darüber habe ich irgendwie schon einmal. Und jetzt ist die Frage, Leo. Weißt du, was Schlange auf Latein heißt? Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Die nehmen das automatisch. Irgendwas und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Oh ja, no Brillenpinguine sind niedlich, aber ihr zoologischer Name kommt aus dem Lateinischen und lautet Sviniscus demersus, tauchender Pinguin. Trematos ornatus ist eine griechisch-lateinische Namensherleitung und bedeutet, grob übersetzt, geschmückter Bär, vor dem man zittert. Das sieht ja lustig aus, wenn ich noch nie gesehen. Brillenbär. Das ist die Brillenschlange, oder der was? Zoologische Name Naja geht auf das Sanskritwort Naja zurück und Naga, bedeutet no ganz way. Einfach Schlange. Und eine krass, der krass. Giftigsten no Schlangen way. Ist die Naja, Brillenschlange. Wusstet ihr, dass es bei Warcraft gibt, die Lager? Jedes Mal so ein Videospiel-Ding jetzt hier raushaust. Ey, du musst doch hier keinen von uns was beweisen. Ohne Scheiß, wir sind wirklich die Letzten, denen du irgendwas beweisen musst hier. Von ich weiß nicht mal mehr das Spiel, was du gerade gedroppt hast. Okay. Aber ich wusste nicht, dass es eine Brillenschlange wirklich gibt als Tier, sag ich mal. Hey, doch klar. Finde ich cool. Wunder der Natur. Jetzt. Ich hoffe, was es geht um mich jetzt. Was ist das Besondere an dem Vulkan Kaba Ijen auf der indonesischen Insel Java? Ist es nicht irgendwie Lava was Technisches? Ist eiskalt. Sein Auswurf leuchtet blau oder es ist der kleinste Vulkan der Welt. Oh, der kleinste Vulkan der Welt, der ist woanders. Also, sollen wir dir helfen? Lava kann schau mal, was eiskalt Elton sein. Was sagt denn Elton? Kannst du nicht abwarten, was er sagt? Ja. Ja, nein. Ja, warte mal, sagt er zu allem was? Also Lava eiskalt schließe ich aus. Ach cool. Der kleinste Vulkan der Welt ist natürlich süß, finde ich.
Das ist ja krass, dass sie das alles vertonen. Aber ich glaube, es, wenn, dann leuchtet es blau. Was hat er dazu gesagt nochmal? Kleinster Vulkan der Welt, weiß ich nicht. Java. Ja, Java ist halt sehr seismologisch so aktiv, ne? Ach ja. Nichts? Ich sag dazu gar nichts. Naja. Naja. Keine Ahnung. Aha. So, wir haben B eingeloggt. Und hier du bist ist so heiß wie die Lösung. Ah. In der östlichen Provinz der Insel Java steht der Vulkan Kawaijen. Gerade in der Nacht lässt sich hier ein besonderes Naturschauspiel beobachten. Große blaue Flammenausbrüche schießen hoch in den Himmel. Doch was als blaue Lava bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit kein Magma, sondern eine chemische Reaktion. Sondern eiskalt. Der heiße Schwefel reagiert beim Austritt an die Oberfläche mit Sauerstoff, der sich sofort zu einer blauen Flamme entzündet. Geil. Cool, nice. 1000 Euro auf dem Konto. Die machen uns fertig. Oder? Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Schimmer, wie viel steht. Elton und ich sind krank. 1000 steht's, ne? Also achso, zwei Fragen oder so? Ja. Noch 5 Fragen. Also im Labor würde mir das Genick brechen, sage ich dir, wie es ist. Total genial. Ja, ich finde eigentlich blöd, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Also, ja, komm, dann mach. Aber essen und trinken, da bringst du mir gar nichts, ne? Essen und trinken, mach essen und trinken. Hey, das stimmt gar nicht, ich kenn mich aus. Oh, der Spaß, ne, du kennst dich besser als ich. Mach mal aus. Du kanntest den Schatz der Telekäse nicht. Der Kater nach einem feuchtfröhlichen Umtrunk ist am schlimmsten, wenn A. ausschließlich sahnige Cocktails getrunken wurden, B. überwiegend dunkel gefärbter Alkohol getrunken wurde oder C. vornehmlich Getränke ohne Kohlensäure getrunken wurden. Oh, da habe ich auch schon Probleme. Was war denn das für ein Geräusch? Wo kam das denn? Ruhiger, das habe ich auch gerade gesagt. Ruhiger. Ja. Obwohl er nicht mehr da ist. Ja, stimmt. Sahnig. Also das sahnige Cocktails, aber wären die nicht so eine, wie so eine Essensgrundlage? Also so, weißt du, was ich meine? Also ich weiß, dass ich von sahnigen Cocktails und von Getränken ohne Alkohol, Kohlensäure, auf jeden Fall so brutalen Kopfschmerz hatte. Also so Guinness oder so. Also, dass die Kohlensäure hilft. Mir hat neulich jemand gesagt, dass die Kohlensäure knapp wird für alkoholische Getränke. Ja. Nee, generell, ja, generell auch für Limos und so, ja. Wo ich dachte, ja, jetzt bricht die Welt wirklich zusammen. Ja. Jetzt haben wir ein Problem, ja. Weißt du, irgendwie ein Also Leute, falls ihr noch Kohlensäure zu Hause habt, die brauchen wir für Limos und so. Rocket Beans Supporters Club. Also, schickt mal eure Kohlensäure rüber. Genau. Kater. Hört auf, die im Keller zu bunkern. So. Also, habt ihr schon mal Likör 43 und so einen Scheiß? Ja, liebe ich. Ja, ich auch, aber es macht echt brutal. Aber das ist doch einfach nur viel alkoholischer. Das liegt einfach nur dran, dass mehr Alkohol drin ist. Das liegt nicht dran, dass mal entscheiden? Ja, Kai. Hey, du bist alles gut. Alles gut. Gott, ihr seid so richtige Labertaschen, ey. Ausschließlich sahnige Cocktails. Das wollen die doch auch in der Show haben. Warte mal, so dunkel drüber quatschen, ja, genau. Oder? Dunkel, ja, es ist spannend, wenn es Pamela Reif und Hoiger sind, aber bei euch zwei. Oh. Ja, wie mit zwei super designte Charakter und stimmt, die einfach irgendwie auf eine... Die auch starr drauf gucken, finde ich auch gut. Also dunkel gefärbter Alkohol, also sowas wie Kellerbier oder sowas? Oder, wie heißt ist das? Doch nicht gefärbt? Nee. Aber ich also meine, so, es gibt doch so dunkles Bier. Ja, aber das ist doch so gebraut, weißt du? Ja, ja, schon, ja. Ich dachte, dass damit gemeint ist, dass es künstlich gefärbt ist oder so. Ach so, nee, das glaube ich dunkelfarbiger nicht. Alkohol. Ja, genau, also sowas wie vielleicht auch brauner Rum. Ja. Das ist auch scheiße. Scheiße. Das ist auch ich habe absolut keinen Anhaltspunkt, aber ich jetzt würde ich gerne das Publikum fragen. Habt ihr nicht mehr? Ja, sorry, war eine Idee vorher, dass wir es machen, es hat uns geholfen. Oder? Nee, der kann nicht. Hat uns überhaupt gar nichts geholfen? Gar nichts. Also. Doch, stimmt, der hat naja, jetzt viel gesagt. Ja, stimmt, der hat. Zum Glück haben wir es nicht selber beantwortet und jetzt haben wir Probleme. Oh Gott. Go. Ey. Kann der Chat sagen, was wir sagen? Nein, das ist ja unfair. Ich habe da echt noch keine Ahnung. Also. Ich habe das Gefühl, die haben mehr Ahnung als wir, aber egal. Das sind ja auch mehr. Jetzt sagt halt was. Gut, ey, Leo, sag jetzt einfach mal einen Guess. Oder soll ich einfach, ich fange einfach an, komm. Sah nicht. Ich bin raus. Nee, dann sag doch dein Guess und dann einigen wir uns. Ich finde alle, vielleicht wäre ich dann weich und sag, ey. Ich finde alle drei gut. Ist doch egal, du musst irgendwas sagen. Ich muss irgendwas sagen. Ja, klar. Ich kann doch nicht entscheiden. Am Ende heißt dann, Maxi, so dumm. Also mit Stefan habe ich solche Probleme nicht. Du lockst jetzt A ein und sagst, ich würde Orge so. Ja, genau. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Ja. Ja, komm, A. Nee, warte mal. Jetzt hast du im Chat was gesehen. Nee, wirklich habe ich nicht. Ein einziger Punkt. Dunkel gefärbter Alkohol. Ja.
Könnte eine Idee sein. Okay, aber nenn mir mal dunkle Gefährten. Achso, ja, das ist ja ganze Whisky-Gedöns und so ein Scheiß. Und so. Dunkler Alkohol ist irgendwie in meinem Kopf ist es immer stärker. Jägermeister ist auch Alkohol. Aber ist es gefärbt? Keine Ahnung. Ja, was nee, komm, mach sahnige Cocktails. Ja, komm, scheiß drauf. Ist doch egal, muss weitergehen hier. Du musst klicken. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Naja. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Der morgendliche Kater lässt den feuchtfröhlichen Abend schnell verblassen. Das ist doch bei dir und um die Ecke. Das ist bei mir fällt laut einer Studie der amerikanischen Brown University heftiger aus, je mehr Aceton, Acetaldehyd, Tannine, Furfurale oder Fuselöle in dem Getränk enthalten waren. Okay. Und diese sogenannten Begleitstoffe kommen gehäuft in Whisky, Rotwein oder Bockbier vor, also dunkel gefärbten Getränken. Ja, war lösbar. War lösbar. Ey, aber dieses dunkel gefärbte Alkohol fand ich jetzt nicht so eindeutig. Funny, aber also ich hatte das am Anfang ausgeschlossen. Ihr habt es eigentlich komplett richtig gesagt mit Kellerbier und so. Also, und naja. So. Hast du schön zurückgehalten, ne? So. Ja. Ey, du hast ja richtig geile Ohrringe an. Die sind ja richtig groß. Ich hab gedacht, das sind so kleine. Ich wäre gerne eher. Überlegst du so ein Outfit-Wechsel oder so ein bisschen auf Ohrringe zu setzen jetzt? Nee, null. Alles klar. Was ist für nur digital. Feuerwanzen laut Forschern der Harvard University ein Quell ewiger Jugend? Sex. A. Philippinische Fernsehshows. B. Amerikanische Magazine. Oder C. Deutsche Volksmusik. Was ist für Feuerwanzen laut Forscher der Harvard University ein Quell ewiger Jugend? Och, ihr seid solche Loser, ey. Was ist für Feuerwanzen? Ich find's gut, dass er alleine ist. Laut Forschern der Harvard University, Harvard, boah, da war ich bestimmt schon ein halbes Jahr nicht bei den Jungs, ey. Ein Quell ewiger Jugend. Philippinische Fernsehshows macht ja keinen Sinn. Amerikanische Magazine, fressen die? Vielleicht ja. Deutsche Volksmusik, hören die? I don't think so. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie das fressen, amerikanische Magazine. Aber das soll also, du glaubst schon mal, dass Feuerwalzen nichts hören. Das ist schon mal gemein. Aber was heißt denn Quell ewiger Jugend? Dass sie bestimmt, dass die länger leben. Länger leben, ja, schätze ich auch. Ja, das kann es nur durch Musik sein. Haben die, 100.000 Feuerwanzen eingesperrt und den Toni Marshall vorgespielt? Also, das tut mir jetzt schon mal leid. Ja, aber haben sie 100.000 Feuerwanzen eingesperrt und ihnen auf so einem winzigen Fernseher philippinische Fernsehshows gezeigt? Also, ich bin tatsächlich für C. Na, dann machen wir das doch mal lieber. Ja, was sagt er zu dem anderen Zeug? Ihr nehmt C. Andreas hat sich mit Elton so, als magst du das Spiel gar nicht. Ja. Doch, aber ich mag Elton nicht. Wieso bist du denn in seinem Team? Forscher der Harvard University waren erstaunt, als sie entdeckten, dass einige der untersuchten Feuerwanzen einfach nicht erwachsen wurden. Sie blieben im Larvenstadium. Der Grund? Die Insekten nahmen eine Substanz auf, die die letzte Häutung zum erwachsenen Tier verhindert. Diese Substanz stammte von der Balsamtanne, einem Baum, aus dem in den USA Papier hergestellt wird. Der kuriose Grund für die Käferjungkur lag auf dem Boden der Petrischalen. Die Feuerwanzen wurden nämlich auf eben diesem Papier amerikanischer Magazin. Ja, scheiße, ich hab bei dem Tattoo. Gehört aber auch zum Spiel, ne? Ja, das gehört dazu. Scheiße. War dumm. Also es bleibt bei 1.000 Euro. Hier, dass hier zwischendrin noch kein Sound ist, das finde ich auch sehr, sehr geil. Der doppelte Bumper, ne? Okay. Leo, du musst machen. Also Labor, wirklich dumm. Scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Total genial. Ja, komm, finde ich auch gut. Was hilft gegen Fußgeruch? A. Nachts Socken mit frischen Zwiebelringen tragen. B. Morgens die Füße mit einem dünnen Film Avocado eincremen. Oder C. Täglich frisches Mehl in die Schuhe streuen. Was für ein Film denn? Also, ich sag Mehl. Nachts Socken mit frischen Zwiebelring tragen, also dass sie da drinnen sind oder so. Das heißt, sie nehmen. Nein, dass du die Zwiebelringe über deine Zehen drüber machst. Über jeden einzelnen. Wie Katjes. Ja, wie gebastelt aus der Stimme. Ja. Aber das Zwiebeln, das vielleicht aufnehmen, könnte ich mir schon vorstellen oder so. Mhm. Aber warum nimmst du dann keine normalen Zwiebeln? So. Ja, Zwiebelringe, keine Ahnung. Du kannst auf deinen Fuß einreiben in eine halben Zwiebel, ist eigentlich auch egal. Ich hab aus Versehen in Scheiben geschnitten. Ach, scheiße. Und weg und die nächste. Mehl in die Schuhe streuen, dass die. Ist es das irgendwie aufnimmt oder dann auch in die Haut reingeht so und das dann verstopft? Aber beim Mehl nie irgendwie gehört, dass es irgendwie so halt
was aufsaugen. Ach, das andere hast du gehört schon. Ja, klar. Gerade wegen meinem massiven Fußgeruch habe ich da schon etliche Tipps bekommen. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ja, dann im Endeffekt was gebracht. Dünnen Film Avocado. Was kann Avocado denn? Das ist einfach nur rutschig dann. Ist nur scheiße rutschig, ne? Ja. Ja, was mir vor allem, ja. Morgens die Füße mit einem dünnen Film Avocado. Wir müssen ja auch vielleicht mal täglich, morgens und nachts. Darüber müssen wir vielleicht nochmal nachdenken, ne? Ja. Nachts Socken mit Zwiebeln. Ich sag das Mehl. Alles andere ist wirklich Zeitverschwendung, aber naja. Naja. Warum? Warum bist du jetzt so safe? Keine täglich. Ahnung. Weil ich das andere finde ich so. Das also, ist super. Dünnen Film Avocado. Du nimmst Avocado dann, und dann. Morgens. Täglich frisches Mehl in den Schuhen, so dass Zeit? Quasi der Geruch aus den Schuhen rauskommt und weil du eh den ganzen Tag in den Schuhen bist, das ist über, ja komm, nimm es einfach. Nein, überzeug mich gern, dass es Bullshit ist. Nee, mach. Mach gern A. Also auf Andreas haben wir schon mal gar nicht. Nee. Mach gern A. Aber ich sag dann, falls es falsch ist, habe ich so gesagt. A? Okay. Ja, Maxi tendiert zu A, so wie ich es verstanden habe. Ach so, okay. Ich tendiere ja zu C. Nein, ich hätte gedacht, dass man nachts irgendwie so gegenwirkt und dass es tagsüber anhält. Aber klar, täglich einfach die Schuhe irgendwie so behandeln. Es gibt ja auch so kleine Kissen, die du in die Schuhe stecken kannst oder so, die auch irgendwie so ein bisschen den Schweiß daraus ziehen und so. Und vielleicht ist es bei Mehl genau. Wäre natürlich arschlüssig, wenn A richtig ist, weil die Füße dann einfach nach Zwiebeln stinken. Stimmt. Stinken auch, aber anders. Richtig angenehm, dass ich ja alles voller Zwiebeldinge im Büro. Komm, wir nehmen C. Ich finde es eigentlich auch das Sinnvollste, aber... Wenn es nicht ist, bist du schon. Ja. Wir werden es sofort überprüfen. Komm, wir werden es festes Schuhwerk und Wärme fördern das bakterielle Klima und lassen so unangenehmen Fußgeruch entstehen. Gegen diesen strengen Duft helfen tatsächlich frisch geschnittene Zwiebelringe. Mit Socken über Nacht getragen, bewirken sie wahre Wunder. Welche Forscher alle haben das herausgefunden? Gifte und Chemikalien, mit denen der Körper in Kontakt kommt, werden durch die Zwiebel aus dem Fuß herausgezogen. Die Grafik ist sehr gut. Und der entstandene Zwiebelgeruch verschwindet ganz einfach nach der morgendlichen Dusche. Maxi, ich hab's dir doch gesagt. Ah, ja, hätte ich auch gedacht. Bleibt bei 1000 Euro. Ja, okay, es ist, tut mir leid. Nee, sorry, also so sorry, safe war ich auch nicht, aber zwei massiv. Ich hab dich da schon rausgequatscht. Wir kommen zu eurer letzten ich hab dich da schon rausgequatscht. Es tut mir echt leid, Alter. Nee, ey. Fuck. So. Wie sieht's denn aus? Ja, es ist immer noch 50-50. Ja. Ja, komm. Das weiß er auf gar keinen welches Fall. Aber Elton hilft ihm wahrscheinlich zu sehen. Das Schauspiel wird am 8. September 2040 am Abendhimmel zu blöder Blutmond. A. Helle Vorbeiflug Bob des Halleischen Kometen an der Erde. B. Polarlichter über dem Mittelmeer. Oder C. Fünf Planeten, die Sonne und der Mond in einer Reihe. Ja, ich glaube, es ist dieser Helle Bob-Ding. Der wiederkommt erst 2040. Da habe ich nämlich noch überlegt, ob ich da noch lebe. A halte ich für ein bisschen strange. Okay, was er wollte noch was sagen, da ist gar Scheiß drauf. Strange. Das ist schon mal völliger Quatsch. Ja. Also das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen kann, ist C. Das ist doch jetzt wirklich fünf aus der Sendung Planeten kann er doch nicht. Welche fünf Planeten sollen denn das sein? Die Sonne und der Mond in einer Reihe? Geht 2000, das naja. Boah, scheiße, ich dachte, es wäre diese Helle Bob-Dings. Und das ist. Ja, du musst ja auch nochmal die Frage vielleicht lesen, vielleicht hilft dir das. Ja, wirklich. Weiß Abendhimmel, ist das so? Polarlichter sind es nicht. Welches seltene Naturschauspiel? Am 8. September 2040 am Abendhimmel zu beobachten sein. Ich glaube nicht, dass das diese fünf Planetendinger sind. Wieso? Hey, was? Plus Mond und Sonne? Ja. Und wie soll man das sehen? Fünf Planeten? Wie soll man das denn sehen? Hintereinander? Wenn die hintereinander sind, dass du die genau erkennen kannst. Ich kann euch jetzt mal entscheiden. Ich finde, es gibt doch nur. Ich glaube, die anderen zwei Sachen sieht man vielleicht auch echt. Ich habe keine Ahnung. A ist eingeloggt. Scheiße. Hier ist die richtige Antwort. Weil nicht alle Planeten in einer Ebene um die Sonne kreisen, so können sie nicht die Perlen auf einer Schnur aufgereiht sein. Shit. Es ist aber möglich, dass sie, von der Erde aus betrachtet, in etwa derselben Blickrichtung stehen. Astronomen haben ausgerechnet, dass gewesen, am 8. Das September 2040 die Planeten Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur und auch noch der Mond und die Sonne in etwa eine Reihe bilden werden. In etwa. Ja, nee. Ja, wow.
okay. Also niemals hätte ich es gewusst. Es bleibt bei 1000 Euro. Enttäuschung ist groß. Fuck. Und jetzt können wir für nichts. Also sorry, wenn ich dich da rausgequatscht habe, aber... Hale Bob kommt erst 2061. Und jetzt kommt die Scheiße, Leo. Okay. Welche Kugel springt am höchsten, wenn man sie aus einem Meter Höhe auf eine Stahlplatte fallen lässt? Ui. A, eine Holzkugel, B, eine Stahlkugel oder C, eine Glaskugel? Muss durchgehen. Also, Leo, was sind deine Gedanken? Ich halte jetzt mein Maul. Erstmal stresst mich generell dieses ganze Thema Chemie, Physik. Das ist doch nicht Chemie, mein Ding. Ja, was weiß ich, ey, wirklich, das ist für mich alles. Diese ganze Mint-Kacke. Ja, Mint, ja. Ey, ich war noch auf so einem Gymi. Ja. Was so Mint-Schwerpunkt hatte. College Boy. Und dann konntest du so. Quarterback gewesen. Ja. Ey. Deswegen auch Yards, damit denkst du sofort an Football. Nee, ich denk direkt an, ja. Nee, aber ja. Schwierig. Finde ich schwierige Themen. Ja. Und deswegen stresst mich das irgendwie. Aber wir müssen uns da durchdenken in diesen Sachen, die ich gerade noch so rausfischen kann. Irgendwie. Ja. Und deswegen hätte ich jetzt nur gesagt, lass mal über die Dichte dieser Stoffe nachdenken. Nicht schlecht. Okay. Klar, weiß überhaupt gar nicht, wie die Dichte von dieser ganzen Scheiße ist, aber das könnte natürlich helfen. Ist aber die Frage, ob es eine Glaskugel quasi, ob die hohl ist oder ob die... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Beantworten die ja nicht. Ich sag A. Komm. Ich gebe dir jetzt mal was. Mal gucken, was du damit machst. Glaskugel, sind nicht Murmeln auch aus... Also so klassische, so Murmeln sind die aus Glas? Das stimmt, ja. Und die sind ja nicht... Die fallen ja nicht... Eine Stahlplatte fallen die? Stahl auf Stahl? Ich glaube, Stahl auf Stahl, das macht wahrscheinlich so einen Impact und dann geht das so runter, oder? Und das dann gar nicht so groß passiert, ne? Aber Holz, denkst an Holz Magnetismus, hat, ne? Holz hat die geringste Dichte von diesen Sachen. Ja, ganz klar. Ja. Und also von meiner Wahrnehmung halt, ist es am leichtesten. es ist am leichtesten von dem ganzen Scheiß. Und deswegen hätte schwimmt ich gedacht, auch oben. Ja, und deswegen zack. Sollen wir einfach Holz nehmen? Ist doch eh scheiße. Komm. Du musst von was? X. Ihr nehmt da. Ich will das jetzt sehen vor allem, ich will das Experiment sehen. Am höchsten springt das Material, das am wenigsten Energie verbraucht. So ähnlich, wie ich es gesagt habe. Holz lässt sich relativ leicht deformieren. Beim Aufprall wird somit ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt. Und Glas trägt beim Stoß Mikrorisse davon, die einen Teil der Energie aufzehren. Krass. Wenn Stahl auf Stahl trifft, dann handelt es sich um einen inelastischen Stoß. Krass. Die das kinetische gemeint, Energie quasi. Wird also besser erhalten und die Kugel erreicht daher eine größere Rücksprunghöhe. Nee, es war schon so mit der Dichte. Es war Stahl. Nee, ja. So, ich hab Holz gepasst in diesem Experiment, offensichtlich. Das war schon, wie du gesagt hast, mit der Dichte, aber je dichter, desto besser quasi. Der Entscheidung. Das Team Bernhard. Ich war auch schlecht. Ich hätte dennoch gesehen, wie Holz abschneidet. Ja, kann ich auch. Ja, das ist einfach... Wir kommen zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Sorry. Dann kommt die Frage. Ich hätte gedacht, ich hätte eine Idee gehabt. Die ganze Show ist doch ein einziges Finale, ist ein einziges Highlight. Seid ihr bereit fürs große Finale? Wie ist das Finale? Wir müssen alles setzen? Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Geografie. Jetzt müsst ihr bitte euren Einsatz tätigen. Wir setzen alle alles natürlich. So, und Andreas setzt weniger jetzt einfach einen. Der ist gesetzt. Hier ist unsere Masterfrage. Nach wem wurde die Meeresstraße zwischen Feuerland und dem südamerikanischen Festland benannt? A. Vasco da Gama, B. Ferdinand Magellan oder C. James Cook? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Schau mich mal an. Kriegen wir das hin? Ohne, dass es Andreas mitbekommt, was wir... Schauen ich hoffe, ich habe doppelt gedingst. Was haben die ich beiden hab gar nichts Teams gemacht. Ich aber nichts gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. Was, du hast A gemeint, oder was? Ich dachte A, weil die anderen zwei kenne ich jetzt nicht. Das Team Bernhard hat sich entschieden für A. Team Elton hat getippt auf Antwort C. Schauen wir auf die Auflösung. Die Magellanstraße verbindet den Atlantik und den Pazifik. Oh fuck, es ist doch die Vasco da Gama. Und Vasco da Gama, nachdem
wurde was auch immer benannt. Aber Antwort B zwischen Feuerland und dem südamerikanischen Festland, das ist die Magellanstraße. Oh Gott, sind wir schlecht einfach. Du hast es 12 für Euro. Scheiße. 200. Die ist ein bisschen, die eine war da ein bisschen unmotiviert. Das war, wer weiß denn sowas? Ja, kann auch mal gratulieren sein, hab ich gut gemacht. Ja, weiß ich, das geht. Hast du gut gemacht. Aber ich war auch ein Klotz am Ball. Also ich finde dafür, dass du allein warst, fand ich es auch gut. Ja. Aber ich finde, das Finale war jetzt eher... War komisch, ne? Ja, was, es war was? So schnell vorbei. Wir hatten noch so schön überlegt hier. Ja. Du hast die Frage richtig beantwortet. Ich hätte gedacht, dass dieses erste, dass es das einzige ist, wonach ist keine Inseln benannt sind. Schäbigste weißt du? Sieg ever hier. Nochmal, wie bitte? Das ist das einzige, wonach keine Inseln benannt sind. Ja. Magellan. Cookinseln gibt's auch. Ja. Genau, und Magellan-Inseln dachte ich, gibt's auch oder so. Nee. Oder, ach, keine Ahnung, was ich gedacht habe, aber auf jeden Fall. Bei dem ersten habe ich noch nie gehört. Ja, nach denen ist ja halt so viel auch benannt überall. Deswegen. Ja. Der Typ war unterwegs, ne? Ist rumgekommen, ne? Magellan hat doch als erster Welt umsegelt, oder? Glaube ich. Boah, nehmen wir einfach sowas so an. Na, wer weiß denn sowas? Oder? Ich nicht. Gut. Also drei Spiele haben wir heute durchgespielt. Also welches war dein Lieblings? Ja, wer weiß denn sowas schon? Echt? Nee, wie heißt das andere? Das falsche auch noch gesagt. Gefragt, gejagt. Schlag den Gejägerten. Schlag den Gejägerten und warum eigentlich? Gefragt, gestarrt? Nee. Also ich fand schon Schlag den Star ziemlich cool. Was? Ich? Schlag den Star. Das fandst du echt am besten. Ja, weil er es gewonnen hat. Nee. Ja, wow. Weil du mit Stefan da irgendwie geliebäugelt hast. Ja, ich habe jetzt was mit Stefan. Also ich treffe ihn jetzt gleich noch. Ja, wow. Alles, der steht hier vorne, oder was? Ja, der wartet auf mich. Ich höre es da schon rasch. Das finde ich irgendwie nicht geil. Ja. Ja. Gefragt, gejagt fand ich auf jeden Fall am stabilsten. Ich auch. Ja, aber da konntest du ja auch chillen. Stimmt, ja. Das war zwei Antworten falsch gedrückt. So, ja, hätte ich von Anfang an gewusst, wie das, welche Antworten man wie gibt und so. Also, dass jede Taste eine Antwort ist und so. Ja, natürlich hätte ich das lesen können, mein Gott. Aber, ja. Ja, aber das ging so schnell. Das fand ich gut. Alle anderen haben irgendwie so eine Pause. Ja, das stimmt, wer weiß denn sowas? Zwischendrin einfach kein Ton und gar nichts und so. Ja. Also, allein wie es umgesetzt ist, dass zweimal der Bumper kommt. Einfach nur geil. Normalerweise die Einspielfilme nerven auch einfach ein bisschen. Bin ich am Anfang ist es cool, aber irgendwann verliert es auch Geschwindigkeit, das ganze Ding. Ja. Soll dann immer Mehrwert erzeugen. Was also, falls ihr euch was holen wollt, auf jeden Fall gefragt, gejagt. Ist geil. Wurde ich gefragt, gejagt. Andererseits gibt es gerade die Gold-Edition im Angebot von wer weiß denn sowas. Also auch da, Liebhaber sollten nochmal zugreifen, würde ich sagen. Kann man auch ein Bundle kaufen? Alle? Nee, wobei, das ist derselbe Hersteller. Ne? Ja. Vielleicht gibt es von denen. Nächstes Mal besuchen wir die auf der Gamescom an ihrem Stand. Das wäre geil. Das wäre richtig gut. Ich habe, no joke, noch nie ein Let's Play von einem dieser Spiele irgendwo gesehen. Ich habe es jetzt auch nicht geguckt. Aber liegt es so, dass es so scheiße ist? Oder was sind die Gründe? Nee, weiß ich nicht genau. Keiner kauft, glaube ich. Kann sich liegen. Spielt das jemand? Ja. Ja, guck mal, Schlag den Star gab schon seit Schlag den Raab. Also das kaufen Leute ja offensichtlich. Zweite Edition von allem. Also die machen da richtig Reibach mit. Und das macht ja auch Sinn, weil du hast den Inhalt, weil du hast die Fragen eh recherchiert. Warum machen wir so ein Kneipenquiz das Spiel machen? Ja, das wäre doch eigentlich geil. Kneipenquiz das Videospiel. Ja. Und du sprichst auch die ganzen Voice-Lines ein. Wirklich, dann schreiben wir dir eine Liste runter einfach. Ich mache auch so ein paar grenzwertige Jokes, die dann in späteren Editionen rauszitiert werden. Und dann gibst du diese Uncut-Version. Director's Cut. Die aber auf den Index kommen. Genau, wir hoffen auf den Index, ja. Ja, genau. Gut. Okay, Kneipenquiz, das Spiel. Machen wir. Und was davon adaptieren wir? Ich mach's wie Hauke. Ich gründe jetzt einfach so ein Videospielstudio und da gucke ich erstmal. Okay. Oder? Kneipenquiz. Ja, klar. Oh, machen wir. Gut, ihr Lieben, wir sind durch für heute Abend. Das war Kino Plus 400. Was habt ihr als letzten Film gesehen, damit wir das machen? Maxi? Letzter Film, den du gesehen letzte hast? Film? Herr der Ringe und die zwei Türme. War gut? Empfehlung? Ja. Ich habe gemerkt, dass ich das erste Mal überhaupt geguckt habe. Ja. Sehr schlecht. Weil wir waren ja auch an Herr der Ringe irgendwie Endgegner dran und so. Und ich treffe da irgendwie Kram und dann gucken wir das an. Schwierig. Ja. Aber jetzt weiß ich auch Bescheid. Finde ich sehr gut. Ja, doch, kann man sich mal reinziehen. Ist auch jetzt die Zeit, finde ich, wo man sich so richtig fette Filme einmal angucken kann, so einen Marathon machen kann. Ich mache das gerade. Finde ich sehr gut. Während der Arbeitszeit. Ja, klar. Genau. So Vorbereitung auf irgendwelche Formate, was weiß ich, was da kommt. Genau. Leo, letzter Film? Boah, ich weiß nicht. Ist echt ewig her. Wahrscheinlich The Batman. Ich glaube, ich habe seitdem keinen Film mehr gesehen, oder? Der enttäuschendste Cast hier überhaupt für Kino Plus, ey. Ja, holy shit. Das stimmt wirklich. Da bin ich ja auch nicht.
Gut. Serien habe ich. Serien können wir reden. Nee. Plus. Ist hier nicht das Thema. Ist hier nicht das Thema. Okay. Alles klar. Also Kino Plus wird natürlich zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt. Das erfahrt ihr wie immer aus unserem Sendeplan. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute hier für diesen spontanen Abend mit Wer weiß denn sowas gefragt, gejagt und Schlag den Star. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr Maxis Pulli mögt. Oder mich oder Leos Shirt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.